Ich weiß, dass vielleicht noch nicht alle Leute drin sind und draußen noch eine Schlange steht, aber wir möchten nicht so ganz spät starten. Wir haben jetzt irgendwie das akademische Viertel und wollen jetzt gerne anfangen. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn die Leute jetzt nach und nach noch eintrudeln. Herzlich willkommen zur Bits und Bäume Konferenz 2022. Schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen heute Abend gemeinsam in die diesjährige Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit starten. Vorab vielleicht erstmal ein paar organisatorische Dinge. Wir haben eine Programm-App, die Fahrplan-App, die ihr hoffentlich alle gesehen habt. Nutzt die bitte, ladet ihr euch runter, da könnt ihr sehr bequem durch das Programm navigieren, euch Favoriten markieren und eben entsprechend das dann auch alles machen. Außerdem sind wir eine Mitmachkonferenz, die vom Engagement ganz, ganz vieler Menschen lebt. Es gibt ganz viele Menschen, die mitgeholfen haben, diese Konferenz zu organisieren. Ganz viele Ehrenamtliche, ganz viele Menschen aus den Trägerkreisorganisationen, aus dem Konferenzbüro. Und deswegen ist es wichtig, dass auch ihr unterstützt, wo immer ihr könnt und auch ein bisschen mitdenkt. Außerdem möchten wir ein diskriminierungssensibler Raum sein und haben deshalb ein Awareness-Konzept, was morgen auch nochmal vorgestellt wird. Wir möchten, dass alle Menschen sich auf dieser Konferenz wohlfühlen und es ein verständnisvolles und reflektierendes Miteinander gibt. Zur Übersetzung, wir haben leider keine Schriftübersetzung, aber es gibt eine Flüsterübersetzung. Wenn jemand die in Anspruch nehmen möchte, möge er bitte nach oben gehen. We don't have a simultaneous translation, but if you want a translation, you have to go upstairs and sit next to the people who translated. Ein ganz herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Friederike Rode, ich bin vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, dem IÖW, und begleite heute durch den Abend. Ich möchte diese Konferenz mit drei Worten beginnen. Gemeinsam, gerecht und global. Warum gemeinsam? Wir brauchen alle und möglichst vielfältige Perspektiven, wenn wir wollen, dass das digitale Zeitalter gerechter, demokratischer und umweltfreundlicher wird. Eine große Bits und Bäume Bewegung ist seit der Konferenz 2018 entstanden. Es gibt viele Regionalgruppen, die sehr aktiv sind. Es gab eine Bits und Bäume Konferenz in Dresden. Es gibt nächstes Jahr eine in Nordrhein-Westfalen. Es gab eine Bits und Bäume Gesprächsreihe und parallel findet auch die Bildung Bits und Bäume statt. Es gibt also ganz viel Engagement von ganz vielen verschiedenen Akteuren. Und genau so wollen wir die Bits und Bäume Konferenz auch verstehen. Gemeinsam aktiv werden und gesellschaftliche und politische Wirkung entfalten. Wir sind, denke ich, in der Debatte um Digitalisierung und Nachhaltigkeit an einem Punkt angekommen, wo wir zeigen müssen, dass ein sozial und ökologisch gerechter digitaler Wandel umgesetzt werden kann. Deshalb haben wir auch im Vorfeld mit den 14 Trägerkreisorganisationen politische Forderungen entwickelt, um eben tatsächlich eine transformative, nachhaltige Digitalisierung zu gestalten. Warum gerecht? Es geht um nicht weniger als eine globale, sozial- und ökologische Verteilungsgerechtigkeit. Alle Menschen müssen befähigt werden, den digitalen Wandel mitzugestalten und wir müssen sehr aufpassen, dass wir keine bestehenden Abhängigkeiten verschärfen. Denn das Kernelement von Nachhaltigkeit ist Gerechtigkeit, sowohl zwischen allen Menschen, die heute auf der Erde leben, als auch mit Blick auf zukünftige Generationen. Wenn wir aufhören, unter ausbeuterischen Bedingungen Rohstoffe für digitale Technologien abbauen zu lassen, dann leistet das einen sozialen und einen ökologischen Beitrag. Der dritte Aspekt ist global. Wir leben alle auf dem gleichen Planeten. Wir müssen alle ein Interesse daran haben, dass die planetaren Grenzen nicht zu überschreiten. Die Klimaerwärmung und der Verlust der Artenvielfalt sind globale Probleme und unsere Wertschöpfungsketten umspannen den gesamten Planeten. Wenn wir also aufhören, unsere wertvolle Energie für Cookies, Tracking und Co. zu verschwenden, die noch dazu unnachhaltige Konsummuster verstärken und wenn wir aufhören, bei Rechenzentren Massen von Wärme in die Luft zu blasen, dann dient das eben nicht nur dem Datenschutz, sondern spart auch Energie und Ressourcen. Die wertvollen und knappen Ressourcen, die wir haben, sollten wir suffizient
und für offene Technologien und Infrastrukturen einsetzen. Und dort, wo eine sozial-ökologische Transformation durch Digitalisierung unterstützt wird. In der Energiewende, in der Mobilitätswende, in der Förderung der Kreislaufwirtschaft oder in der digitalen Verwaltung und kommunalen Daseinsvorsorge. Und genau das wollen wir dieses Wochenende mit der BITS und Bäume-Konferenz zeigen. Es geht anders und wir werden uns mit allen Kräften für eine gerechte, demokratische und ökologische Digitalisierung einsetzen. And we are very excited to have two excellent keynote speakers with us today. The first speaker is Dr. Luis Akenji, who is the managing director of the Hot or Cool Institute, a Berlin-based public interest think tank that works on building a sustainable civilization. Luis conceived and led the 1.5 degree lifestyles project, analyzing potential contribution of lifestyle changes to the aspirational 1.5 degree target. He has consulted with organizations including United Nations, African Development Bank, or the European Commission. And he has served as a science policy advisor to several national governments. We are very happy to have you here today. A warm welcome for Luis Akenji. Thank you so very much. Am I supposed to use this? Yes. Oh, that works perfectly. If you can hear me, for those that need translation and are not up there, I apologize. We're going to go global for a bit. I really must say thank you to the organizers of the conference for this wonderful idea, because there's a lot about digitalization and technology that we're running into with lots of assumptions that do not really meet reality. So let's go straight into it. I work at the Hot or Cool Institute, and we say we put people and science at the center of the sustainability discourse or the transition. And one of the ways we do this is through research, by looking at some of the more difficult issues in society and finding scientific approaches on how to address it. Or we try to also do what we call widening the Overton window, looking at a broader scope of how to introduce acceptable radical ideas. I noticed that there are a few people here with a political background. I did use the word radical intentionally, because that's really what we need right now. This is one of the last publications we've done with the United Nations Environment Program. It's on enabling sustainable lifestyles in a climate emergency. And this one I am going to talk a little bit more about on a fair consumption space. Can you still get me? Yes, I think that is much better. Thank you. That is so liberating. All right. So one of the ways we do this is we engage with the media to get public discourse, to bring the science into the public discussion, have TV debates, and so on. But what I really want to talk to you about today are three key things. The first one is linking climate change to lifestyles. And what I'll tell you very much is that this is a story of inequalities. The second one is challenging some of the assumptions we make about technology and the fallacies that we use when we design technological interventions. And the third one is probably articulating some base work coming out of the research we've done that can help in a better technological outfit for a sustainable society. So let's get started with the first one. As I said, it's a story of inequalities. At the Institute, we've looked at the 1.5 degree aspirational target of the IPCC from the Paris Agreement. And we've asked the question, what changes in lifestyle, what changes in everyday behavior can contribute towards this target? And in doing so, we analyzed footprints from six different areas, especially the areas where digitalization is involved: housing, transport, food, goods, leisure, and services. So you can start seeing your Ubers there, your Airbnb, your Facebooks, and all whatnot. And already, we do this for mostly G20 countries. Already, what you can see here is the amount of inequality in consumption from a lifestyle perspective across the world. Canada, for example, is at 14.2. And look at Indonesia, which is at 2.2. Just the footprint of transportation for an average Canadian, just from transportation, is equal to the entire footprint of someone from India or from Brazil or from Indonesia, for that matter.
From the 1.5 degree target, where we need to be by 2030 is at 2.5 tons CO2 equivalent per person per year. And by 2050, we need to go to 0.7 tons. We are currently at a global average of 4.6 tons. What does this mean for countries that are high consuming? In the next 7 years, Finland and Britain, for example, which is where, if you're from Germany, you should be finding yourselves, would need to be going down by about 70% emissions from consumption. And by 2050, that is how much reduction is needed. This already tells you the challenge that we have in front of us. What it also tells you is the inequalities. Look at China, India, Indonesia, South Africa, and so on. These are countries which by 2050, where they should be, already need to reduce, but they're also fighting tsunamis. They have hundreds of millions of people to get out of poverty. They're fighting typhoons and all whatnot. There already establishes the amount of tension we have built into our challenge. Let's look at it from a digitalization perspective. The map I show you here of the world is really building, again, very firmly the notion that climate change is caused primarily from the global north. And you can almost juxtapose this map of digitalization across the world, and you see almost the same pattern, right? So already you start seeing where digitalization and climate change have a certain marriage, which they did not realize. But how are we exploring this? I didn't show you Germany in the analysis we did because, you know, Germans have been really nice to me and I didn't want to show you a lifestyle carbon footprint. But I think the Earth for All project has done a little bit of analysis in showing this sort of inequalities, because we're not just talking about global inequalities, we're also talking about inequalities within countries, within cities, sometimes even within families, but don't tell them. And what you see very clearly is that in the last 40 years, in Germany, the top 10% has been getting increasingly rich, but that is not necessarily a problem in itself, except that they've been getting rich at the expense of the poor. That is the blue line that you see going on. So there's, while Germany as an economy is getting much richer, the poor are not necessarily getting any better, right? So how does this show from a global perspective? And you would see why that is a problem. Let's take the pandemic. We're all still very familiar with it. In 2 months during the pandemic, April to July 2020, 2 months, how much money, how many zeros can you make in 2 months? Let's try to work it out together, right? You see from the patterns here, I hope this pointer works. You can see, you can tell from the patterns here that billionaires got even richer. And within these 2 months, from April to July, the wealth of billionaires grew by 27%. It grew by $10 trillion. Let's see how many people can add zeros behind a one. And it's not generally just billionaires. The wealth of people in the tech sector grew by more than 40%. So it starts locating some of you in here. And I know there are future billionaires in here, so don't get mad at me. Just figure out how to use your wealth in a better way. The problem here is not just that people are getting rich. The problem is we're transferring burdens from individuals into the public domain. Climate change is a story of the top 10% income earners around the world creating a burden for everyone else. This is something we're not talking about very well enough. And digitalization has become a tool that is transferring that wealth even faster than we realize in society. The bottom 50% is only contributing 10% of the greenhouse gas emissions. So we have a Mad Max story here, a story of inequalities all around the world, inequalities between men and women, inequalities in terms of global north and global south, inequalities between generations. And we have a Mad Max situation where everyone is fighting for himself for a limited amount of resources and a fast shrinking CO2 budget, right? So how has digitalization approached this? For quite a good number of parts, digitalization has been just wonderful, and I'll show that later on. But first, let's take some of the fallacies or the misconceptions that are built into this. And I introduce this with three scientific concepts. One, lock-in effects, two, distancing, and rebound effects. The first one is lock-in effect. This is a situation where you get trapped into a pattern, which, although you don't want to do it, we all have what social scientists call the intention-action gap, where you really intend to be a good citizen.
you intend to be a pro-climate activist and so on. But when it comes to action, there's a big gap between what you say and you do. And what I would show later on is this gap is actually not caused by a lack of values or of appropriate values, but a lack of better context to drive this. Quite often, digitalization assumes that just by putting out the platforms, by putting out the technology and so on, people will act. But people easily get overwhelmed by what we're putting out because of the complexities in technology, but because of a difficulty in understanding it, or because sometimes what it promises is really not just what it gives. And so what we need are three things here. The first one is the right attitude, not just for the population, but also for policymakers, for tech persons, for designers, and so on. The right digital platforms, so those are the facilitators, and last but not the least, if you think of your data centers and so on, the right infrastructure. All of those need to be concerted towards the same direction. You can think of it as the mindware, the software, and the hardware of sustainability. Now, the second fallacy I'm going to talk about is that of distancing. We have a lot, our clean, shiny gadgets, which we consume here, the mobile phones and so on, we do not really always see the consequences. That is because we've outsourced them somewhere else. All that neatness, all that slickness we have here is having consequences, except that it's not having the consequences on us. And the third one is the rebound effect. In this case, we know, for example, that there's increasing digitalization, use of gadgets and so on. And there's a really good story here. You can see that although there's increasing digitalization, the amount of increasing use of terabytes, the amount of CO2 coming resulting from this is almost stabilizing. This is actually a really good story, but it's incomplete. That is because if you look at it, to understand the footprint, on the one hand, as I've shown, the energy intensity of our technology is actually going down. That's a good thing. The CO2 release from it is going down. That's also a good thing. But the population is growing, so we know that people from India, Africa, Latin America are going to start consuming more technology with time. And affluence is getting even more. So before you rush about those people in Africa and India, consider that some of you have two mobile phones, a computer at home, a computer in the office, and all sorts of digital equipment. So all of this combined is actually challenging that efficiency that we've talked about. This is why we always say do not confuse being efficient with being sustainable. Right? And before you say we're recycling, we're not. Or at least not nearly as much as we should. This is supposed to be the periodic table, but it looks scrambled. Okay. Well, this is supposed to be a periodic table. The reason why you see a lot of red there is because everything is in red, we recycle less than 1% of it. And most of the thing is red, and even orange. And I would like to tell you, this was done by the wonderful Tom Grader for the International Resources Panel in 2011. In the intervening years, our technology has become so much more complex, and recyclability of materials has become so much more difficult, demanding even more energy. So this has not necessarily gotten much better. So last but not the least, and this is going to be the last section, from the work we are doing, what sort of guides are coming out that we can allow the best parts of technology to come out but not exacerbate these social tensions? But first, let's go through a few things that we're quickly seeing in society. We see a flattening between consumption and production. So we now know of prosumers and co-creation. Between trends such as mass customization, ownership structures such as the share economy. In fact, we see that things, the online and the offline world are beginning to get merged by digitalization. But as we've put it out there, okay, this is not gonna respond to me. Let's see. I had a dream that I would speak at a digitalization conference and have no technology problems. It's coming true. So we've established very clearly that we have natural resource limitations and a shrinking carbon budget. We have unfair power distributions and inequalities in society that are causing social tensions. And what this is leading to is a falling trust in institutions and traditional governance systems. So, how can digitalization do to help in alleviating this, but also to usher in a more sustainable world that is less focused on generating these tensions? The first one is, your technology or your digitalization approach
instead of transferring wealth from one group to another, should be facilitating social justice. The second one is, it should not be allowed forcing people to compete artificially against each other, but it should be brokering partnerships and building communities. The third one is, it needs to improve quality of life. It doesn't necessarily always have to be complex and difficult to repair or operationalize, or what we're now calling planned obsolescence, but rather make things easier and move the quality of life forward. The fourth one is, it needs to be culturally sensitive. Sometimes not everything needs to be digitalized. The last but not the least is, it needs to respect nature. Not a very extractive approach and not a polluting approach, but one that makes sure that there's a fair consumption space for everyone and it leaves capacity for regeneration. This is not just for the technically minded people, it is also for people that are designing policy, because we need a type of technology and innovation that celebrates the good in us rather than festering greed and competition and social tensions in society. I am going to leave it at that. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Luis, for sharing this interesting. Thank you very much, Luis, for sharing this interesting insight with us. Unsere zweite Keynote-Speakerin, Elisa Lindinger, ist die Mitbegründerin des Superlab, einer feministischen Non-Profit-Organisation, die sich für vielfältige und gleichberechtigte Zukunft im Tech-Bereich und darüber hinaus einsetzt. Ihre Arbeit an der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft konzentriert sich auf die digitale Zivilgesellschaft und die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien sowie Communities für offene digitale Infrastrukturen. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Ein ganz herzliches Willkommen, Elisa Lindinger. Ja, hallo, vielen Dank. Vielen Dank, Friederike. Jetzt würde ich gerne mal Hände sehen. Wer von euch war denn 2018 schon bei der Bits und Bäume? Das sind doch einige, aber tatsächlich viele auch nicht. Okay, also einige von den alten Hasen erinnern sich vielleicht dran an diesen Titel. Eine andere Digitalisierung ist möglich. Das war die Überschrift des Forderungskatalogs, den damals der Trägerkreis veröffentlicht hat. Das ist so ein hoffnungsvoller Satz und dieser Satz hat für mich auch wirklich die Stimmung der Bits und Bäume gut eingefangen. Blick nach vorne, Tatendrang. Und jetzt sind wir 4 Jahre weiter und welche der 11 Forderungen haben sich erfüllt, lieber Trägerkreis? Nicht so viele. Aus den 11 Forderungen sind über 60 geworden, glaube ich. Also es ist irgendwie eher angewachsen. Aus dem Hoffnungsvollen möglich wird deswegen in diesem Panel ein eher drängendes nötig. Denn die Notwendigkeit, die Digitalisierung zu hinterfragen, die und auch radikal neu zu denken, die ist wirklich spürbar und die sitzt uns allen im Nacken. Und der Grund dafür ist allen klar, wir stecken mitten in einer Krise, genauer gesagt in einer Vielzahl von Krisen, die miteinander verwoben sind. Wir haben die Pandemie, wir haben Bürgerkriege, wir haben humanitäre Krisen weltweit, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben eine Rohstoffkrise, eine globale Lebensmittelknappheit, also eine Energiekrise natürlich, die auch zu mehr Armut und mehr Ungleichheit, mehr Armut führen wird. Und die meisten dieser Einzelfänomene hängen natürlich mit der Klimakrise irgendwie zusammen. Entweder weil sie durch die Klimakrise bedingt sind oder weil die Maßnahmen, die wir gegen sie treffen, am Ende die Klimakrise verstärken werden. Wir haben aber auch eine politische Krise, denn in Europa leiten immer mehr rechte Regierungen die Geschicke ihrer Länder und beeinflussen damit natürlich auch die Politik in der EU und damit beeinflussen sie auch uns. Und sie machen sich die Argumente der Klimakrise zu eigen. Niels Gilman hat diese Art von Politik Avocado Politics genannt, weil sie außen schön saftig grün und dann aber mit einem harten braunen Kern versehen sind. Das ist natürlich ein ironisches Bild, das er hier entwirft. Aber tatsächlich ist es so, dass immer mehr rechte Bewegungen versuchen zu sagen, na, die Klimakrise kommt doch eh, die Auswirkungen kommen doch ohnehin. Und jetzt müssen wir die Maßnahmen treffen, um unseren Wohlstand zu wahren. Wir müssen an uns denken, wir müssen uns abschotten. Und befördern damit am Ende Menschenfeindlichkeit. Und da brauchen wir eine klare Abgrenzung. Wir kommen also von einer Krise in die nächste. Oder wie die UN es inzwischen formuliert, wir stecken mitten in der Mega-Crisis, in der Mega-Krise. Und dass es ein Weiter-so gehen könnte oder dass es irgendeine Art von gelobten Status quo gibt, an den wir irgendwann mal zurückkehren können, das scheint immer unwahrscheinlicher, wenn nicht sogar naiv.
Aber unsere Handlungen haben sich da nicht wirklich angepasst. Wir tun immer noch so, als könnte es ein Weiter-so geben. Und spannenderweise ist in dieser Denke, dass es irgendwie doch noch so weitergeht, die Digitalisierung ein treibender Faktor, aber aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und die erste Perspektive, das ist eine ganz hoffnungsfrohe, die ist technikgläubig. Da ist ein Lager, das ganz fest daran glaubt, dass die digitale Transformation der Schlüssel schlechthin ist, mit der wir die Klimakrise irgendwie halbwegs unbeschadet navigieren können. Und in diesen Vorstellungen, in dieser positiven Haltung sind große Begriffe ganz zentral. Allen ist das schon bekannt. Die künstliche Intelligenz, die uns irgendwie dabei hilft, aus Produktionsprozessen in Steuerungssystemen also ein bisschen die letzten Prozente an Effizienz noch rauszuquetschen, um da ein bisschen CO2 einzusparen. Bis vor kurzem auch sehr geliebt, aber in Ungnade gefallen ist die Blockchain-Technologie, die irgendwie kurzzeitig als Heilsversprechen für alles Mögliche verkauft wurde, auch um damit irgendwie dem Klimawandel beizukommen. Aber es ist sogar in der Presse angekommen. Also diese Hoffnung erfüllt sich nicht. Und ihr merkt an meiner Rede schon, dass ich diese Hoffnung auch nicht unbedingt teile. Sie ist zu sehr auf Buzzword-Technologien ausgerichtet und damit steht sie einfach auf wackeligen Beinen. Fakt ist aber, dass wir im Sinne der Avocado-Politik schon längst Hochtechnologien einsetzen, um die Krise unbeschadet zu navigieren oder damit wir in Deutschland, wir in Europa die Krise unbeschadet navigieren. Mit solchen Luftschiffen, die gerade zumindest hypothetisch erdacht werden und von Frontex eingesetzt werden sollen, um unsere Außengrenzen zu sichern. Wir rüsten da also massiv auf und versuchen, den Wohlstand zu verteidigen, unseren Wohlstand, den wir auf Kosten anderer erworben haben. Das Innovationsdenken, und ich habe hier mal einen Computer gefragt, wie es aussieht, wenn Artificial Intelligence saving the planet. Ich fand das Bild sehr schön, so ungefähr wird es also aussehen. Dieses Innovationsdenken ist in der Politik unglaublich prävalent. Die Idee, dass wir uns mit diesen digitalen Mitteln aus der Klimakrise heraus innovieren können, wenn wir der Wirtschaft nur genug Spielraum geben, wenn wir da nur genug vielleicht auch mal Datenschutz sein lassen, das schadet der Digitalisierung, weil sie völlig falsche Prioritäten setzt und sie kostet wertvolle Zeit, die wir dringend brauchen, um die Auswirkungen der Klimakrise irgendwie noch abzumildern. Das war die eine Seite. Die zweite Seite ist so ein bisschen das Gegenteil. Das ist eine umfassende Kritik an der Digitalisierung, weil sie die Klimakrise befeuert, im wahrsten Sinne des Wortes, durch ihren CO2-Fußabdruck und die Ressourcen, die sie braucht. Louis hat es ja auch gerade schon angesprochen. Die Auswirkungen sind natürlich real und nicht nur im Sinne vom CO2-Fußabdruck der unterschiedlichen digitalen Anwendungen, die wir haben. Data Center, also Rechenzentren beispielsweise in den USA, verbrauchen bis zu 70% oder kühlen sich mit extrem viel Wasser und bis zu 70% davon sind Trinkwasser, wobei der Verbrauch der Rechenzentren gegenüber dem von Haushalten priorisiert wird. Und die Rechenzentren stehen tatsächlich in solchen Landschaften, wo jetzt nicht unbedingt blühende Landschaften und grüne Wiesen, also all überall sind und Wasser ein knappes Gut ist. Wir können das aber kaum beziffern, weil uns belastbare Zahlen für diesen Impact, sei es CO2, sei es Wasser, sei es Rohstoffe, weil uns diese Zahlen fehlen und die müssen wir schaffen, damit wir überhaupt diesen systemischen Impact besser erfassen und auch dagegen arbeiten können. Ja, statt dieses systemischen Ansatzes verfolgen wir immer mehr einen individuellen Absatz. Die Verpflichtung wird auf uns als Individuen abgewälzt, individuelle Entscheidungen sind angeblich schuld, dass die Digitalisierung die Klimakrise befeuert. Wir hatten diesen unsäglichen Hashtag Foodporn, dass wir also aufhören sollen, unsere Essensfotos auf Instagram und so weiter hochzuladen, weil der CO2-Abdruck davon ja viel zu hoch sei. Ein bisschen älter schon ist die Debatte, dass wir ja auch mit Streaming tatsächlich maßgeblich dazu beitragen. Und das sind natürlich alles Dinge, die quantifiziert werden, wenn auch in dieser ersten Studie die Netflix quasi sehr, sehr stark kritisiert hat, die Zahlen viel, viel, viel zu hoch gegriffen waren. Aber das sind wirklich Einzelmaßnahmen und wir vermeiden immer noch die Diskussion um die systemischen, um die systemischen Ursachen, um die großen Verursacher. Die Maßnahmen im Sinne der Nachhaltigkeit, so gut sie gemeint sind, verkennen oft, was gute Digitalisierung und was gute Infrastruktur ausmacht und führen uns zurück in so eine Art prädigitales Zeitalter, wie zum Beispiel auch die Forderungen, ob wir wirklich so viele Strommasten und Netze und Telefonnetze brauchen. Da ist natürlich was zu machen, aber Resilienz und Redundanz in technischen Systemen ist nicht umsonst ein wichtiger Faktor.
Diese Ablehnung von digitalen Technologien, die verkennt nicht nur die Realität, in der wir heute sind, mit einer Präsentationstechnologie, mit einem Laptop und mit einem Telefon. Sie führt auch zu einem Flickenteppich an Einzelmaßnahmen mit geringem Einsparpotenzial, statt zu den systemischen und weitreichenden, grundlegenden Veränderungen, die wir so dringend brauchen. Und trotzdem ist natürlich Technik ganz zentral für gesellschaftlichen Austausch, für demokratische Meinungsbildung, für Zugang zu Wissen und Informationen, aber auch für Global Organizing, die wir gerade in der Klimakrise ja so dringend brauchen. Nirgendwo zeigt sich das mehr als im Iran, wo im Zuge der Proteste der Staat massive Netzsperren eingezogen hat, damit die Leute sich nicht mehr austauschen können, damit diese Bilder nicht die Runde machen. Und hier hat sich gezeigt, dass mit ganz einfachen Technologien, die von uns allen hier bereitgestellt werden können, hier geholfen werden kann. Zum Beispiel über das Tor-Netzwerk, wo jeder und jeder von uns im Browser einfach ein kleines Plugin namens Snowflake, Schneeflocke, laufen lassen kann, um Leuten im Iran und in anderen Ländern, die von Internetzensur betroffen sind, einen Zugang zu Informationen und auch sich letztendlich ausdrücken zu können online, gewährleisten kann. Netzsperren, wie hier im Iran, sind natürlich nicht nur da ein Problem, sondern die sind global. Und staatliche Akteure sperren nicht nur Netze und Zugänge, sie tragen auch dazu bei, dass unsere Technologien, unsere Techniken, unsere Endgeräte unsicher bleiben oder sogar noch unsicherer werden. Wir haben diese unsägliche Debatte über Hintertüren, über Backdoors, die staatlich genutzt werden sollen. Wir haben immer wieder die Debatte über die Vorratsdatenspeicherung, ganz egal, wie oft sie vom Europäischen Gerichtshof kassiert wird. Und in Deutschland gibt es ja auch solche Arten von Repressionen. Wir haben ganze Teile der Klimabewegung, die jetzt im Verfassungsschutzbericht stehen, wie Ende Gelände, die massiv dazu beitragen, dass der Kohleausstieg beschleunigt wird. Die werden nun wahrscheinlich vom Verfassungsschutz beobachtet und werden mit diesen digitalen Mitteln weiteren Repressionen ausgesetzt sein. Was für eine Digitalisierung brauchen wir jetzt also? Es geht nicht um Leuchtturmprojekte und auch nicht um vermeintliche Spitzentechnologien, sondern es geht um ganz grundlegende Dinge, die schon vor 4 Jahren bei Bits und Bäume gefordert wurden, die auch davor schon existierten und als Forderung im Raum standen. Das sind sichere Kommunikation, Dezentralisierung von Netzen und Strukturen, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Es geht nicht um europäische Daten- und Innovationsräume, die in der Denke des letzten Jahrhunderts stecken geblieben sind und glauben, wir könnten weiterhin unseren Reichtum mehren, während die Länder der globalen Mehrheit den Schaden unseres Handelns davontragen. Und wie wir den multiplen Krisen begegnen müssten, das wissen wir doch eigentlich alle. Durch globale Allianzen, die wir schmieden, durch eine systemische Betrachtung und auch eine systemische Bekämpfung der Probleme, indem wir endlich partnerschaftlich handeln statt egoistisch, indem wir uns auch gegenüber schonungslos ehrlich sind, was wir einsparen müssen. Ich fand die Zahlen von Louis Akenji, die waren sehr beeindruckend und da führt kein Weg dran vorbei, da wirklich auch die Einschnitte anzugehen, die notwendig sind. Was sehen wir da stattdessen? Eine Verkleinerung der Debatte, in der wir uns in den Details verlieren. Kleine Verbesserungen in einer Gesamtlösung anstreben, auch wenn die Gesamtlösung schon längst zum Scheitern verurteilt ist. Für den Digitalbereich bedeutet das, dass wir Strategic Autonomy anstreben, auch ein schönes Buzzword, statt strategische Partnerschaften in der Welt. Wir reden von digitaler Souveränität statt einer breiten Allianz für sichere Basistechnologien und belastbare Infrastrukturen. Hier und heute, gerade tagt die ITU, werden Standards geschrieben, technische Standards, die über die nächsten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, festlegen, wie das Internet technisch funktioniert und was da priorisiert wird, wie bestimmte Dinge gestaltet werden. Spielt da Nachhaltigkeit, der Carbon Footprint irgendeine Rolle? Versuchen wir da die viel herbeigeredeten europäischen Werte, die ja noch immer noch recht undefiniert sind, irgendwie dort zu verankern? Das passiert viel zu wenig. Es gibt also genug Herausforderungen, ganz offensichtlich, die vorausschauendes Handeln, die auch Mut und die Visionen erfordern, wenn wir ihnen begegnen wollen. Und solche Visionen zu finden, ist gerade gar nicht so einfach. Ich glaube, wir sind so ein bisschen hypnotisiert von der Fülle an Krisen und Bedrohungen, die da auf uns einprasseln. Der Professor für kollektive Intelligenz, Jeff Mulgan, nennt das die Crisis of Imagination, in der wir stecken, in der wir so sehr ausgelastet sind, dass wir diese großen Bilder, diese großen Entwürfe, die weit weg von dem sind, was wir heute als Realität wahrnehmen, gar nicht denken können. Wir kommen da mental gar nicht hin.
Der Medienaktivist Mushonza Aviv hat das folgendermaßen beschrieben in einem Gespräch letztens mit uns bei Super, und das fand ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Wir haben Angst, und das ist auch begründet. Aber er hat diese Szene sehr schön oder die Situation sehr schön beschrieben. Der nötige, grundlegende Wandel, der macht uns Angst, weil wir jetzt schon absehen können, was wir aufgeben müssen. Die Endgeräte, unser Reiseverhalten, wie wir leben, unsere Lebensstandard. Natürlich, da haben wir Angst vor, das alles aufzugeben, weil das sehr real ist. Wir können uns vorstellen, wie sich das anfühlt, diese Dinge sein zu lassen, sie nicht mehr zu haben. Wir wissen aber noch gar nicht, was wir gewinnen können, wenn wir diese Änderungen haben, wenn wir endlich diese großen Visionen haben und sie Realität werden lassen. Auch das wird sich irgendwie anfühlen, aber das können wir gerade noch gar nicht absehen. Und deswegen brauchen wir umso mehr diese großen Ideen, diese großen Visionen, die es schaffen, uns dahin zu führen, diesen wirklich extrem grundlegenden Wandel. Und was mir Hoffnung macht, ist tatsächlich ein Schlagwort, das wir in der Politik immer mehr hören, nämlich, dass wir gesamtgesellschaftliche, ganzheitliche Ansätze verfolgen müssen. Wir haben die feministische Außenpolitik, die inzwischen von einigen Ländern vertreten wird. Wir reden jetzt auch von feministischer Entwicklungszusammenarbeit, und in der Digitalstrategie der Bundesregierung steht auch ein Satz drin, dass da eine feministische Digitalpolitik evaluiert oder exploriert werden soll. Das ist erstmal ein großes, weitgehend leeres Wort. Aber die Chance dieser Exploration, die halte ich tatsächlich für total wichtig. Für uns bei Super steht feministische Digitalpolitik für eine Politik, die sich wirklich auf Grundrechte besinnt, die für Werte wie Transparenz, Mitgestaltung und Zukunftsfähigkeit steht. Louis hat schon vorhin auch gesagt, wir müssen ganz anders priorisieren. Wir müssen Social Justice in den Mittelpunkt aller unserer Maßnahmen stellen. Und genau dafür brauchen wir neue politische Konzepte, dass das überhaupt möglich wird. In dieser holistischen Sicht klingen für mich Visionen an, die wir dringend brauchen. Und wenn wir uns in den nächsten Tagen nicht in den kleinlichen Debatten verlieren, wenn wir nicht uns einfach den Extremen hingeben, nicht der Technikgläubigkeit und nicht der Maschinenstürmerei, dann können wir sie vielleicht in den nächsten 2 Jahren auch erstmal zusammen sehen und zusammen ein bisschen ausmalen und mit Leben füllen. Und darauf freue ich mich. Danke. Vielen herzlichen Dank, Elisa Lindinger. Genau, ich glaube, unsere beiden Eingangsvorträge haben sehr schön gezeigt, dass wir auf der einen Seite eben nicht nur auf das Individuum gucken sondern tatsächlich auf gesellschaftliche Strukturen, dass wir genau überlegen müssen, wie wir Technologiepolitik machen, wie wir Innovationspolitik machen, wie wir vielleicht auch Wirtschaftsförderung machen, und dass eben Gerechtigkeit im Zentrum des Ganzen stehen soll. Ich glaube, mit dieser Problemanalyse sind wir jetzt ganz gut darauf eingestimmt, was wir als nächstes diskutieren wollen. Denn wir wollen jetzt tatsächlich einfach mal ein bisschen ganz konkret uns darüber unterhalten, was muss denn eigentlich passieren, damit wir den digitalen Wandel zukunftsfähig und nachhaltig gestalten können. Also was ist tatsächlich politisch zu tun, damit eine nachhaltige Digitalisierung Wirklichkeit wird? Und dafür möchte ich gern unsere 4 Panelistinnen und Panelisten auf die Bühne bitten, und zwar als erstes Frau Dr. Christiane Rohleder. Sie ist Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit und Verbraucherschutz. Genau. Davor war sie als Staatssekretärin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz tätig, war auch Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweise und Geschlechtsidentität in Rheinland-Pfalz, und sie hat an der Universität Regensburg promoviert. Ein ganz herzliches Willkommen, Frau Rohleder. Als zweite Mitdiskutantin auf dem Podium möchte ich Dr. Franziska Brandner begrüßen. Frau Brandner ist parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Sie war parlamentarische Geschäftsführerin und europapolitische Sprecherin der Bundesfraktion Bündnis 90 Die Grünen und hat in Paris und New York studiert und an der Uni Mannheim promoviert. Herzlich willkommen, Frau Brandner, schön, dass Sie da sind. Und gerne bitte. Herzlich willkommen.
Dann möchte ich gerne Dr. Henriette Litter auf die Bühne bitten. Sie ist Geschäftsführerin der Open Knowledge Foundation Deutschland. Sie setzt sich dafür ein, Wissen zugänglich zu machen und das demokratische Potenzial von Technologien auszuschöpfen. Als Politikwissenschaftlerin hat sie sich seit 20 Jahren mit Fragen der Souveränität im demokratischen Gemeinwesen beschäftigt und war im Sachverständigenrat für Migration tätig. Herzlich willkommen, Henriette Litter. Und last but not least möchte ich Henrik Zimmermann begrüßen. Er ist Referent für Digitalisierung, Demokratie und Nachhaltigkeit bei Germanwatch, engagiert sich seit 2018 in der Bits- und Bäume-Bewegung und er ist überzeugt, dass eine zukunftsfähige und demokratische Digitalisierung möglich ist. Herzlich willkommen, Henrik. Schön, dass Sie alle da sind. Wir wollen, das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist das Thema Datenschutz, Marktmacht und Nachhaltigkeit. Und ich würde als erstes gerne mit einer Frage an Sie starten, Frau Rohleder. Sie haben sich ja schon längere Zeit mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Wo liegen denn da Ihrer Meinung nach derzeit die größten Defizite? Also, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, weil auf der einen Seite die staatliche Seite, ja, es gibt ja sehr viele Sachen wie Gesichtserkennung oder so im öffentlichen Raum, wo man wirklich große Probleme hat, wenn sowas größer zum Einsatz kommt. Zum einen, weil wir wissen, dass die Systeme mit einseitigen Gesichtern, sag ich mal, gefüttert sind und dann Menschen falsch zuordnen, aber überhaupt, dass man zugeordnet wird im öffentlichen Raum, dass das passieren kann, das finde ich ein riesiges Problem. Das ist uns sehr wichtig bei der KI-Verordnung, dem hier einen Riegel vorzuschieben, aber auch wenn es darum geht, welche Daten Unternehmen von uns nutzen können und nutzen, dann ist es einfach, bildet es im Grunde das komplette Interessensspektrum ab, was man hat. Also was wir im Internet machen, das hinterlässt halt überall Spuren und wird halt auch ausgewertet, werden Profile angelegt, ich sag mal erstmal zu kommerziellen Zwecken, was ich auch nicht will, aber ist natürlich auch zusätzlich missbrauchbar zu anderen Zwecken und das ist einfach ein riesiges Problem. Und ich glaube, das Bewusstsein ist so ganz diffus bei vielen da, aber man will natürlich die Sachen einfach nutzen können und vorhin wurde gerade schon gesagt, dass der Blick auf den Einzelnen zu kurz ist, weil wir wollen die Dinge einfach nutzen können, wir wollen uns darauf verlassen können, dass die Sachen sicher sind, dass wir darüber nicht nachverfolgt werden und deshalb braucht man da natürlich auch eine entsprechende Regulierung. Und ich würde Sie gerne nochmal fragen, Henriette Litter, was ist denn das Problem eigentlich? Warum kann denn mangelnder Datenschutz ein Problem für die Demokratie werden? Also ich finde es erstmal total schön, dass die Bits und Bäume wieder da ist und dass wir hier über diese Themen reden. Eben hat Elisa nach den Bold Ideas gefragt, ich zu Datenschutz. Und genau das ist der Punkt, das ist eben nicht der Witz. Ja. Also das ist mir eben nochmal klar geworden. In unseren Forderungen schreiben wir auch ganz klar, Datenschutz, das ist Schutz von Menschen bei datenbezogenen Prozessen. Und die Idee, Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, das ist ja eben die große Idee und hier ein großes Schutzlevel herzustellen, was Menschen ermächtigt, sie empowert, Entscheidungen zu treffen über sich selbst, aber auch über gesellschaftliche Themen. Das ist ja das, worum es ultimativ geht. Und dann sind das eben diese Bold Ideas. Lasst uns doch einfach mal Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und wenn wir dann überlegen, was wir tun, wie wir Datenschutz diskutieren, welche Fragen wir uns stellen, ob das jetzt nervig ist mit den Cookie
Klickdingern oder andere Fragen, dann ist das eben wieder eine ganz falsche Diskussion. Und das ist eben eine der schwierigen Punkte. Ja, und da sind wir auf der individuellen Handlungsebene wieder angekommen. Wir müssen dann eben selbst sehen, wie wir klarkommen mit diesen Problemen, wie wir das Wissen auch vielleicht uns selbst zusammenstellen. Was muss ich denn beachten, wenn ich mich in dem digitalen Zusammenhang bewegen möchte? Und es gibt eben wenig Referenzrahmen und wenig Regeln. Und wenn es wenig Regeln gibt, dann setzt sich meist das Recht des Stärkeren durch. Und das sind dann große Konzerne, würde ich mal tippen, auf der einen Seite, die ein großes Interesse haben an mir als gläserner Konsumentin. Aber es ist auch der Überwachungsstaat natürlich ganz klar, der dann auch schon guckt und denkt, Mensch, tolle Datensätze, hier gibt es vielleicht auch was zu tun für mich und hier kann ich dann mit Sicherheitsbedürfnissen vielleicht auch einige Bedürfnisse meiner eigenen Arbeit stillen. Und dann geht es eben sehr stark in eine auch demokratiegefährdende Position. Also wenn wir über Datenschutz reden, dann müssen wir eigentlich genau diese Verbindung herstellen. Wer Menschen schützt und in den Mittelpunkt stellt, der unterstützt eben auch Demokratie, Mitwirkung, Vertrauen in staatliche Institutionen, all diese großen Fragen. Und deshalb ist es eben so immens wichtig, da eben auch die Narrative äußerst positiv zu framen und sich eben nicht hinreißen zu lassen, auch über diese ja vermeintlich nicht so wichtigen Themen oder hemmenden Themen wie Datenschutz immer auch so halb lächerlich zu diskutieren. Ja, also ich finde es ja ganz spannend, dass Sie jetzt auch nochmal diese sozialen Aspekte angesprochen haben, also dass wir sozusagen eben auch den Mensch in den Mittelpunkt des Datenschutzes rücken müssen. Und das haben wir ja in unseren Forderungen auch ganz klar so benannt. Mich würde nochmal interessieren, Hendrik Zimmermann, warum ist denn eigentlich Datenschutz aus Nachhaltigkeitssicht wirklich auch von Bedeutung? Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass Datenschutz und Datensuffizienz ganz gut miteinander verwandt sind. Also wenn wir Daten schützen, dann erheben wir ja in der Regel auch weniger Daten, speichern weniger Daten, verarbeiten weniger Daten und verbrauchen dadurch am Ende auch weniger Ressourcen und weniger Strom. Also da gibt es natürlich einen klaren Zusammenhang. Das heißt, Datenschutz by Design ist erstmal schon mal eine sehr gute Sache. Aus verschiedenen Gründen. Wir haben hier schon Gründe gehört, die in Richtung Menschenschutz, Demokratieschutz gehen. Man denke beispielsweise daran, dass Kinder mit einem Tablet schon getrackt werden oder dass welche Auswüchse das gegeben hat, beispielsweise in Bezug auf diese Skandale wie Cambridge Analytica und Ähnliches. Aber die Frage geht ja ganz konkret in Richtung Ökologie. Und da würde ich sagen, geht eigentlich der Bits und Bäume Trägerkreis sogar noch weiter als dieses Datenschutz by Design. Wir sagen nämlich unter anderem, dass dieses Tracking, diese Profilbildung und diese personalisierte Werbung eigentlich verboten gehört. Und das ist eine deutliche Forderung. Und der Punkt ist, aus drei Gründen hat das eigentlich ökologische Auswirkungen auch das Ganze. Und der erste sind erstmal die direkten Nachhaltigkeitsauswirkungen. Das heißt beispielsweise, dass diese Personalisierung schon dazu führt, dass wir alle unsere Endgeräte mehr benutzen. Also bisweilen macht das Ganze sogar süchtig. Und mehr Endgeräte benutzen, das wissen wir alle, die hier sind, hoffentlich, bedeutet auch, dass mehr Übertragungstechnologien benutzt werden, dass mehr Rechenzentren dahinter benutzt werden. Es hat also Auswirkungen. Und um ein Beispiel aus dem Strombereich zu nehmen, ist eine Studie, die ist jetzt mittlerweile auch schon 5, 6 Jahre alt. Wahrscheinlich sind die Zahlen noch gestiegen. Aber der Strombedarf allein durch Online-Werbung ist ungefähr der von der Größe Großbritanniens. Hatten wir eben im Vortrag von Louis Akenji. Dieses unerwünschte Tracking, was wir zum Teil auf unseren Handys haben, hat ungefähr einen Stromverbrauch von 1 Million Haushalte in der EU im Schnitt. Das ist der erste große Block. Und der zweite Block, der eigentlich noch viel wichtiger ist, ist der, dass diese Werbung, diese personalisierte Werbung, wo das Tracking ja die Grundlage für ist, Konsumtreiberin ist. Und wir wissen, dass es enge Zusammenhänge gibt zwischen Werbung und Konsum bis hin zu Überkonsum. Auch eine moralische Entkopplung findet durch Werbung statt. Wir hatten vorhin bei Louis Akenji im Vortrag auch dieses
Beispiel diese Intention-Action-Gap haben wir eben gesehen. Werbung spielt da eine wichtige Rolle, weil Werbung sorgt dafür, dass wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte keinen Kurzstreckenflug nehmen, ich werde aber sehr stark mit personalisierter Werbung auf Basis von Daten, die erhoben wurden, eben bespielt, dann nehme ich vielleicht doch diesen Flieger. Und da gibt es auch sehr gute Forschung zu. Und hinzu kommt, dass in sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram beispielsweise, Konsum auch richtig zum sozialen Event wird teilweise. Wir könnten diese Netzwerke aber auch nutzen, eigentlich um da zum Beispiel Verleih- und Reparaturmöglichkeiten anzuzeigen, anstatt immer ständig den neuesten Neukauf anzuregen. Das heißt, da ist auch die Politik dann gefragt vielleicht an der Stelle, wie man das regulieren kann, wie man da rangehen kann. Und den dritten Punkt möchte ich nicht auslassen, und das ist der, dass durch diese personalisierte Werbung, zum Teil auch Manipulation, die damit einhergeht, ja auch umweltpolitische Diskurse massiv beeinflusst werden. Und wir sehen das zum Beispiel gerade, wie zum Teil aus Russland gesteuert, dass Energiesparen diskreditiert wird und Ähnliches. In Filterblasen, in Echokammern etc. Und wenn wir das zusammennehmen, also die Argumente, die wir eben gehört haben, Demokratiegefährdung, Menschengefährdung und dann noch die ökologischen Aspekte, also umweltpolitische Diskurse werden beeinflusst, direkte Nachhaltigkeitswirkungen von diesen ganzen Datenerhebungen und dieser Anstoß, dass wir alle mehr konsumieren dadurch. Wenn wir das alles zusammennehmen, dann kommen wir als Trägerkreis Bits und Bäume eben zu dem Ergebnis, dass dieses Geschäftsmodell, was auf Tracking, personalisierter Werbung basiert, eigentlich nicht nachhaltig sein kann und auch nicht sein sollte. Und deswegen sagen wir eben, das hätten wir uns zum Beispiel in so einer Digitalstrategie der Bundesregierung sehr gewünscht. Ja, vielen Dank. Du hattest ja schon angedeutet, dass eben, ja, gerne. Also wir haben eben auf der einen Seite das Problem Plattform als Konsumtreiber, und die Grundproblematik besteht ja vor allem eben auch darin, dass wir eben Akteure haben, die eine sehr große Marktmacht haben und deren hauptsächliches Geschäftsmodell darin eben besteht, über personalisierte Werbung Einkünfte zu erzielen. Das heißt, ganz, ganz viele Dinge, die wir im digitalen Raum tun, funktioniert genau darüber. Und was wir eben beobachten, ist, dass da eben sehr große Asymmetrien entstehen und es eine sehr große Marktmacht auch dieser großen Plattformen gibt. Da würde mich interessieren, als Frage an Sie, Frau Brandner, wie können wir denn tatsächlich die Marktmacht der Konzerne beschränken, und brauchen wir vielleicht Alternativen zu den großen Plattformen? Herzlichen Dank für die Einladung heute Abend, und ich freue mich auch, hier sein zu können. Zu der Frage der Marktmacht der Großen, da gab es ja jetzt auf europäischer Ebene immerhin doch zwei Gesetzgebungspakete, die genau das zum Ziel hatten, Digital Services Act und Digital Markets Act. Die sind nicht ganz 100%, so wie wir uns Grüne das vorgestellt hatten, aber sie sind schon ziemlich, also auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung gegangen. Und ich glaube, dass wir auch in der letzten Runde der Verhandlungen noch einen guten Unterschied machen konnten, auch einfach mit Blick auf, Zugang, personalisierte Werbung war übrigens auch eines der Themen, die wir damit versucht haben reinzubringen, zumindest für Minderjährige. Es war die Position der Bundesregierung immerhin, mit der wir in die europäischen Verhandlungen gegangen sind. Das war nicht ganz so weit, sage ich ja, ne? Wie wir Grünes gewollt hätten. Wir hätten es insgesamt, aber immerhin hatten wir für einen Bereich schon mal als Regierungsposition. Ich weiß, es hört sich jetzt, ist noch nicht perfekt, I agree, aber war schon mal besser als vorherige Positionierungen. Und die Frage ist natürlich, was der Marktmacht noch entgegenwirken kann, zusätzlich zu gesetzlichen Punkten. Das ist natürlich auch der ganze Bereich an Innovationen, der woanders stattfindet, an Open, ja, nicht nur Software, Data etc., sondern einfach auch Innovationen, die wir mit fördern und unterstützen. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Man kann regulieren, aber dann braucht man halt auch die alternativen Anbieter und deren Finanzierung. Und das Dritte ist, dass wir uns ja, wir sitzen ja auch gerade nochmal an der Überarbeitung des deutschen Kartellrechts und fordern das auch auf europäischer Ebene, dass man auch einfach klassisch mit dem Kartellrecht im Zweifel rangehen muss und Kartelle halt auch aufbrechen muss. Und
Ja, vielen Dank. Sie hatten ja schon das Thema Open, also offene Infrastrukturen, offene Technologien, offene Entwicklung angesprochen. Wir haben ja dazu auch eine ganz klare Forderung, die eben lautet Public Money, Public Code. Henriette Litter, was steckt denn hinter dieser Forderung und warum ist die denn eigentlich so wichtig für uns? Ja, Public Money, Public Code, das ist ja also schon eine sehr alte Forderung aus der Zivilgesellschaft. Übersetzt ist ja das, was mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, das soll dann auch offen oder so offen wie möglich zur Verfügung stehen. Und ja, es ist schon erstaunlich, dass wir im Jahr 2022 auch immer noch über diese basalen Themen reden und eigentlich theoretisch immer mehr durchdringen, worum es geht, immer mehr Handlungsoptionen ja auch finden. Aber irgendwie passiert das ja alles auch noch nicht so richtig. Und ich glaube, ich habe in dem Panel scheinbar auch so eine Demokratie-Brille oder diese Perspektive bekommen. Und die nehme ich natürlich auch gerne an als Politikwissenschaftlerin. Und auch hier ist es ja so ein Thema mit Code, sind ja auch viele Nerds, kann man sehr technisch diskutieren. Das kann ich dann wahrscheinlich nicht so gut tun. Und man kann aber eben auch wieder den großen Rahmen spannen und die große Perspektive wählen und sagen, Open Source Software oder eben Public Code, um es noch ein bisschen größer zu spannen, das ist eben auch ein Thema von offener Regierungsführung, von Stärke, von Resilienz, von der Bereitschaft, auch Prozesse in der Art offen zu stellen, dass wir uns angreifbar machen auf der einen Seite, aber eigentlich doch stärken, indem wir den Input auch von außen wollen und zeigen, ganz offen und transparent, dass wir interessiert sind an besserem Input, an Lernen voneinander, an einfach an all diesen gemeinwohlorientierten Prozessen und daran, dass wir unsere Gesellschaft voranbringen wollen. Ja, da gibt es ja auch die internationale Open Government Partnership, da ist Deutschland auch Mitglied und da geht es genau um diese großen Themen. Es wird sehr spezifisch technisch, wenn man reinguckt, aber oben steht immer der Grundgedanke, wenn wir starke Demokratien haben mit einer starken Rule of Law, mit starken Menschen, die ein hohes Vertrauen in Institutionen haben, die enabled werden, wie auch immer kritisch ihren Input zu geben, wenn das alles möglich ist, ohne dass man Gefahr laufen muss, zu einer Persona non grata zu werden oder in das Visier des Verfassungsschutzes zu kommen, dann sind wir eben eine Regierung, eine offene Regierung, die auch krisenresilienter ist. Ja, und dann, das kann man alles unter Public Money, Public Code fassen. Ja. Man kann aber auch sagen, es hilft uns bei Nachnutzbarkeit, bei Modularisierung, bei irgendwie Softwaregestaltung, ganz im technischen Sinne. Das gibt uns die Möglichkeit, da auch irgendwie, ja, das einer entwickelt, ein anderer nutzt es für andere Zusammenhänge, wir können es wiederverwerten, wir sind nicht abhängig von einem Dienstleister, der jede kleine Änderung immer wieder in Rechnung stellt und uns immer weiter in die Abhängigkeit treibt und wenn dann auch noch die Konkurrenz wegfällt, dann, ups, haben sich die Preise plötzlich verdoppelt und ja, da gibt es so viele Beispiele aus dem Leben, wo man landet, wenn man eben Prozesse in den geschlossenen Raum stellt und sie eben entzieht, auch der Möglichkeit von dem vielen Wissen auch aus Zivilgesellschaft und vielen Gruppen in der Gesellschaft zu profitieren. Und das ist so das ganz große Bild, ja, Transparenz, Accountability, Stärkung der Demokratie und das steht da alles dahinter. Und das kann man dann auch technisch umsetzen, sodass es auch den Techies viel Spaß macht und es hat dann auch viele Möglichkeiten, auch Open Source Software ist auch alles andere als eine Nische. Ja, ist auch nicht so, dass diese Forderung irgendwie darum geht, dass man Dinge in den Fokus stellt, die eigentlich nicht anwendbar sind, aber das muss ich hier dem Publikum ja nicht sagen. Und das alles immer noch jetzt diskutieren zu müssen, ich glaube, das müssen wir auch irgendwann durchstreichen und mehr eben auch in die Umsetzung kommen. Zu dem Thema öffentliche Infrastrukturen und auch offene und öffentliche, also offene Hard- und Softwarebeschaffung würde ich gerne bei Ihnen beiden nochmal nachhaken, Frau Rohleder und Frau Brandner. Der Bund hat ja als öffentlicher Auftraggeber einen wahnsinnig großen Hebel. Der gibt irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, 1 Milliarde für IT aus. Welche Schritte planen Sie denn da tatsächlich eben mal auch innerhalb der öffentlichen Beschaffung diese Forderung nach offenen
Technologien und Infrastrukturen umzusetzen. Damit könnte man ja einen wahnsinnig großen Schritt machen. Gibt es da konkrete Planungen? Gerne. Soll ich anfangen? Sie können gerne anfangen, Frau Rieder. Ja, also wir sind aus, also die eine Sache ist die öffentliche Beschaffung, ne, was beschaffen wir für uns selbst, und das andere ist auch, was stellen wir zur Verfügung an Tools, also zum Beispiel ist bei uns im Haus der Blaue Engel, es gibt jetzt einen Blauen Engel auch für Rechenzentren, und das führt dazu, dass wir auch in der Bundesverwaltung gucken, okay, wie kriegen wir es jetzt hin, unsere Rechenzentren auf diesen Blauen Engel anzupassen? Das ist nämlich im Moment noch nicht der Fall, aber das ist das Ziel. Also das heißt, dieses Schaffen von den Kriterien dafür, was ist ein nachhaltiges Rechenzentrum, das war erstmal an die Allgemeinheit gerichtet, führt aber natürlich direkt danach dazu, dass man sich auch überlegt, was kann man jetzt selber machen. Und wir haben bei uns im Haus zum Beispiel eine EMAS-Zertifizierung, mit der wir uns das komplette Haus angucken, einschließlich IT, und versuchen das eben auch immer ressourcensparender aufzustellen und da möglichst viel Energie einzusparen. Und natürlich generell bei unserer Beschaffung, dass wir Dinge mit dem Blauen Engel drauf beschaffen und so weiter. Aber in der IT ist das eben bei vielen Dingen eine Herausforderung. Also ich muss sagen, im Moment sind die Geräte, die wir verwenden, sind noch ganz normale Geräte, und auch die Software, die wir drauf haben, ist im Moment noch kein Open Source. Also und vielleicht kann ich... Achso. Ja. Nee, gerne. Ich hätte sonst nur eine kurze Rückfrage gestellt. Dann gerne erst die Rückfrage. Gibt es denn schon Rechenzentren vom Bund, die mit dem Blauen Engel zertifiziert sind? Wenn ja, wie viele? Haben Sie da, ich bin eine, nicht ganz sicher. Also wenn es eins gibt, ist es eins. Also das ist ein Weg, wir sind sozusagen am Anfang dieses Weges. Mhm. Okay. Die Bundesregierung, sie steht richtig schlecht da mit Blick auf die Rechenzentren, die sie benutzt. Also das Ergebnis ist ernüchternd und erschütternd. Und wir sind, also es ist offensichtlich, dass wir da jetzt auch rangehen, weil der Zustand ist ja auch nicht akzeptabel. Und es zeigt aber einfach, dass da in der Vergangenheit kein wirklich viel Gewicht draufgelegt wurde. Und das gehen wir jetzt aber auch, also für unser Ministerium, ich glaube, ihr macht das auch, aber es ist für die gesamte Bundesregierung, es ist ein erschütterndes Ergebnis. Und es ist gut, dass wir dafür auch die Fragen bekommen haben. Wir planen bei uns im Ministerium eine Reform der Vergabe hin zu einer sozial-ökologischen Vergabe, also einfach eine neue Guidelines, Richtlinien für die Vergabe. Und dort wird der gesamte Bereich, die nachhaltige Digitalisierung, auch ein wichtiger Aspekt sein. Das wird bei uns gerade vorbereitet. Das ist nicht irrelevant, weil das zwar nicht verbindlich ist für alle Kommunen und Länder, aber durchaus eine Richtschnur gibt. Und noch ein Punkt, der mir wichtig ist, wir sitzen gerade an einem Energieeffizienzgesetz, wo es auch dann direkte und klare Vorgaben für Rechenzentren geben wird, mit Blick auf die verpflichtende Nutzung von Abwärme und eben auch CO2-Standards, also im Sinne von Effizienz. Man hört immer noch was anderes, irgendwie kann das sein? Das ist, glaube ich, die Übersetzung. Ach, die Übersetzung. Das ist die Flüsterübersetzung. Die Flüsterübersetzung, ja. Genau, aber eben Energieeffizienzgesetz, wo explizit ein Teil auch zu Rechenzentren drin ist. Ich hoffe, dass wir das bald durchs Kabinett bekommen. Darf ich dazu vielleicht direkt was sagen? Ja, bitte, ja? Gerne. Also das ist zum Beispiel interessant, das ist ja wahrscheinlich das Gebäudeprogramm, was Sie ansprechen, vom BMWK und vom Bauministerium gemeinsam, wo die 30% Abwärmenutzung für neue Rechenzentren drinstehen. Da fragen wir uns, also da wäre der Ansatz von Bits und Bäume zum Beispiel, sich erstmal zu fragen, warum nur 30%? Warum können wir da nicht höher gehen? Und dann kriegt man oft so dieses Gegenargument, ja, dann haben wir nicht genug Standorte für Rechenzentren. Aber wenn man sich vor Augen hält, dass wir gerade bei den Rechenzentren einen unglaublich angebotsgetriebenen Markt haben, also eigentlich Rechenzentren aus dem Boden sprießen, die sich dann die Nachfrage erst suchen, dann hat das mit unserem Suffizienzgedanken eigentlich sehr wenig zu tun. Und vielleicht könnte ja eine höhere Vorschrift hinsichtlich der Abwärme auch dafür sorgen, dass man das ein oder andere Rechenzentrum weniger hat, was man vielleicht auch gar nicht braucht. Und
Da kann ich darauf antworten, weil ich die Verhandlungen auch bei uns mitgeführt habe und ich dafür relativ viele Gespräche geführt habe mit Blick auf das Argument, nämlich der Betreiber ist gar nicht, wir haben da keine Standorte, sondern in der Schnelligkeit, Frau Brandner, kriegen wir die Abnehmer nicht hin. Und dann habe ich vor Ort wirklich mit den Kommunen geguckt, könnt ihr denen die Abwärme abnehmen, habt ihr dafür die Leitungen, die an etc. Und dann haben die gesagt, nee, in dem Zeitraum, den Sie sich vorstellen, Frau Brandner, kriegen wir das nicht hin. Und deswegen haben wir jetzt eine gestaffelte Variante drin, die eine zeitliche Perspektive reinnimmt, wo jedes Jahr 10% mehr reinkommen. Steht noch nicht im Programm. Nee, das kommt im Energieeffizienzgesetz. Okay. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz so, wo wir gesagt haben, okay, wenn ihr es jetzt nicht sofort so hinbekommt, point taken, die Leitung, wir wissen, wie lange das in Deutschland dauert. Aber die Perspektive ist klar, dass die auch sofort wissen, wenn ich da mit der Zeitperspektive reingehe, muss ich mich bemühen, dass es mehr wird. Ja, also wir haben zum Beispiel auf der Bits und Bäume auch dazu ganz spannende Programmpunkte, die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzen und auch Vorreiter-Rechenzentren, die das eben schon hinbekommen. Die großartigsten sind in Estland. Also die habe ich mir auch explizit angeschaut. Die sind so krass optimiert, die brauchen so viel weniger Energie und alle Abwärme wird genutzt. Wir haben auch ein paar in Deutschland, die sind aber noch nicht so top. Und erstmal haben wir davon viel zu wenige. Ja, also dass da mehr Ambition reinkommt, ist absolut auf jeden Fall ein großer Wunsch von uns. Muss sein. Ich habe noch mal eine Frage an Sie, Frau Rohleder, und wo es auch tatsächlich noch mal so ein bisschen darum geht, welche Technologien eben selber auch durch das BMUV in verschiedenen Programmen gefördert werden. Sie haben ja jetzt das Zentrum für gemeinwohlorientierte KI mit initiiert mit zwei anderen Ministerien. Und da würde mich mal interessieren, inwieweit fokussieren Sie denn da auch auf Nachhaltigkeitsthemen? Also es hat sich ja gezeigt, dass da solche Technologien auch mit großen Risiken aus Nachhaltigkeitsperspektive verbunden sind. Ist das da auch ein Thema? Wird das da irgendwie diskutiert? Das würde mich nochmal interessieren. Also Sie meinen das Zentrum für vertrauenswürdige KI? Genau. Genau. Also das Zentrum ist auf KI spezialisiert. Ja, es geht nicht um IT insgesamt, sondern wirklich um KI. Aber natürlich hat man auch da einen enormen Ressourcenverbrauch. Und ich sage mal, die sind jetzt vor einem Jahr ungefähr an den Start gegangen. Und eine Aufgabe ist, Informationen auch unter die Leute zu bringen. Und ich muss sagen, die Sachen, die ich jetzt von denen gesehen hatte, waren mehr auf diese Datenschutzfragen auch und auf die Frage Diskriminierung durch KI, auf diese verbraucherbezogenen Aspekte bezogen. Aber ich nehme das nochmal mit, weil ich finde, das ist natürlich total wichtig und total gut, wenn man über das Zentrum für vertrauenswürdige KI dann auch solche Informationen dann an die Leute bringen kann. Also die machen zum Beispiel so eine Roadtour, wo sie mit dem Bus in verschiedenen Städten sind und dann ansprechende Dinge präsentieren, um die Leute halt zu informieren. Und da kann man natürlich auch prima solche Informationen mit unterbringen. Ja. Ja, Uber arbeitet da ja dran. Es gibt ja ein total spannendes Projekt, was auch von unserem Ministerium mitfinanziert wird, das über das Umweltbundesamt läuft, wo es einen Test jetzt gibt, dass man nachher so eine Transparenz, ein Gütesiegel hat zur Energieeffizienz von KI und Software. Und da ist das Ziel, dass man am Ende, genau wie wenn man jetzt einen Kühlschrank einkauft, der ist A++ oder B oder wie auch immer, dass man am Ende, wenn man eben eine Software oder eine App, ja, wenn ich mir was ich was erkenne, mir die Pflanze-App runterlädt, dass man dann nicht irgendwie nur 5 Bewertungen hat, die Farben sind besonders schön, sondern braucht besonders viel Energie und das Gleiche eben für all diese Bereiche macht. Und da setzen wir sehr darauf, dass wir bald Ergebnisse bekommen und dann entsprechend ein Label entwickeln können, damit man dann eben auch den Konsumenten sagen kann, hier, wenn du die App benutzt oder die Software oder das KI-Modell, dann brauchst du so viel Energie oder auch nicht. Ja. Genau, also das finde ich alles gute Ansätze und wir hatten ja auch vorhin aber auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was sozusagen die verschiedenen Verantwortungsebenen sind, also auf der individuellen Ebene, aber auch auf der strukturellen Ebene. Und ich würde gerne das Thema noch mal ein bisschen größer machen. Also auf der einen Seite klar, offene Infrastrukturen und die Art und Weise, wie diese Technologien gestaltet sind, spielt natürlich eine große Rolle. Aber es geht ja auch um die Frage, und das haben wir ja in der Keynote von Elisa Lindinger ganz schön gehört, was für eine Vorstellung haben wir eigentlich davon, welche Rolle
Technologien, digitale Technologien in unserer Gesellschaft spielen und auch spielen können. Und da sitzen Sie ja sozusagen an einer ziemlich zentralen Stelle, weil Sie eben Technologie- und Innovationspolitik und natürlich auch Wirtschaftsförderung machen. Und da würde mich einfach mal Ihre Perspektive interessieren, welche Rolle kann und soll eigentlich Technologie spielen und wie müssen wir das eigentlich auch innovationspolitisch gestalten? Also ich bin der festen Überzeugung, dass Technologie einen Beitrag leisten kann zum Klimaschutz. Aber wir eben aufpassen müssen, dass wir nicht, wie sagt man, Rebouncing-Effekte haben. Also dass wir da de facto am Ende sie nicht gut einsetzen und dann eben außen nicht schauen, wie viel Energie sie brauchen, wo sie herkommen etc. Aber ich sehe es ja selber, was wir alles an auch Einsparmöglichkeiten jetzt gerade haben. Ich sag mal ein Beispiel. Wir reden ja gerade immer viel über Energiesparen etc. Ja, so ein großer Hersteller in Deutschland von Konsumgüterartikeln, kennt alle, ich sage jetzt nicht den Namen, die müssen ja immer checken, ob die Geräte auch halten, wenn da mal jemand reintritt oder dagegen tritt oder die umfallen oder wie auch immer. Ja. Dieses Gerät wurde bis jetzt immer 2 Stunden lang so hart geschüttelt, dagegen getreten und danach war das okay. Das haben die jetzt digitalisiert, den Prozess, mit relativ viel klugen halt IT-Lern, die da mitgearbeitet haben, die haben das jetzt reduziert von 2 Stunden auf 13 Minuten. Das ist für jedes dieser Geräte ist es eine Einsparung von Energie, die sich natürlich lohnt. Ja? Und da gibt es, ist jetzt ein kleines Beispiel, aber da gibt es unglaublich viel, was man noch machen kann. Und deswegen machen wir auch jetzt gerade, übrigens ist bis Ende Oktober, kann man sich bewerben, wer gute Ideen hat, wie man Tech wirklich Green Tech machen kann, also nachhaltig, Technologie selber muss nachhaltig sein im Sinne von, man muss nachweisen, dass sie wenig Energie verbraucht, im Sinne von Rechenzentrumkapazitäten und einen Beitrag zum Klimaschutz leistet, haben wir insgesamt 75 Millionen, die genau diese Kopplung beides machen, also einen Green Tech Förderwettbewerb. Wer auch immer sich bewerben will, bis Ende Oktober kann man sich bewerben, 75 Millionen insgesamt im Topf, wo wir genau das versuchen, gleichzeitig hinzubekommen. Und dann machen wir relativ viel auch in anderen Bereichen, wo wir jetzt versuchen, dass die Digitalisierung, Klimaschutz in ihren Wechselwirkungen zusammenzubringen. Wir haben ein Referat dafür jetzt bei uns im Ministerium eingerichtet, weil bis jetzt war das, es gab die Energieabteilung, die Industrieabteilung, die Digitalisierungsabteilung. Und das stärker zu verknüpfen und die gegenseitigen Effekte nutzbar machen zu können, das ist einer der Ansätze, die wir bei uns haben. Also in beide Richtungen. Mhm. Frau Rolede, Sie wollten auch noch was sagen. Ja, genau. Nee, wir haben bei uns im Haus auch Fördermöglichkeiten, was IT und Digitalisierung betrifft. Und da ist der Fokus ganz stark natürlich auf Green IT und Green durch IT. Also im Grunde diese zwei Aspekte. Einmal Vorhaben, wo Dinge entwickelt werden, die eben mit weniger Energie auskommen, die die IT selbst nachhaltiger gestalten, als es eben üblicherweise im Moment der Fall ist, oder eben umgekehrt den besonderen Nutzen versprechen für Nachhaltigkeit und für, ja, für auch Klimaschutz oder auch für Biodiversitätsschutz. Also da gibt es absolut unterschiedlichste Dinge und wenn man die ganzen Sachen sieht, die dann so gefördert werden, das ist sehr, ist ein buntes Portfolio und das ist, glaube ich, was ziemlich Wichtiges. Aber gleichzeitig sind das natürlich die Leuchttürme, wo vorhin gesagt wurde, wir brauchen halt nicht nur Leuchttürme, sondern wir brauchen halt wirklich in der Fläche, dass sich in der Breite auch was ändert. Mhm. Hendrik. Ja, sehr gern. Ich würde gern auch was zu dem Thema Green IT sagen. Also wir würden eigentlich sagen, Green IT gibt es aktuell noch nicht. Es gäbe aber viele gute politische Rahmenbedingungen, die man schaffen könnte, um Green IT möglich zu machen, jenseits oder über die Förderung hinaus. Also wie wäre es beispielsweise mit einer primären Ressourcensteuer, um Sekundärrohstoffe auch konkurrenzfähig zu machen am Markt? Wie wäre es damit vielleicht auch ordnungsrechtlich vorzuschreiben, modulare Bauweisen etc., Ersatzteile? Ersatzteillieferungen vorzuschreiben, Open-Source-Baupläne für Ersatzteile vielleicht vorzuschreiben. Ja.
offene Schnittstellen zwischen Betriebssystem, Software, Hardware vorzuschreiben. Da gibt es eine ganze Reihe. Da gibt es eine ganze Reihe Punkte, was Politik einfach auch noch jenseits der oder über die Förderung hinaus tun kann. Wir haben jetzt zum Teil Sachen drinstehen in der Digitalstrategie, wie zum Beispiel Software-Updates zur Verfügung stellen, Sicherheits-Updates zur Verfügung stellen für die übliche Nutzungsdauer. Man könnte doch sagen, darüber hinaus, wenn diese Nutzungsdauer abgelaufen ist, dass man dann sagt, entweder ihr stellt weiterhin die Updates zur Verfügung oder ihr veröffentlicht den Quellcode unter einer freien Lizenz oder einer Open-Source-Lizenz. Muss dann und achtet dann natürlich auch noch darauf, dass das irgendwie mit vorherigen Versionen irgendwie kompatibel ist. So kann man eine Langfristigkeit, eine Langlebigkeit auch in diese Technologie reinbringen und wirklich auch durch Politik eine Green IT vielleicht irgendwann mal ermöglichen, die es aktuell eben noch nicht gibt. Und wir hatten eben auch in einem der Vorträge, ich glaube, es war auch Luis Akenji, diesen Punkt oder was, Elisa, ich weiß es nicht mehr, diesen Punkt, wir haben aktuell eine Recyclingquote von irgendwie 1% in der EU. Da auch vielleicht mit Quoten ranzugehen oder so ist vielleicht auch noch eine Sache. Aber die Langlebigkeit, und das waren die Punkte, die ich vorher genannt habe, die müssen eigentlich noch davor kommen. Und da gibt es politisch eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir uns sehr wünschen würden, dass in die Richtung auch mehr passiert. Genau. Ja. Vielen Dank. Wir müssen ganz langsam zum Schluss kommen. Ich würde Sie gerne noch dran nehmen und dann würde ich gerne noch mal eine Frage an Henriette Litter stellen und dann müssen wir auch langsam zum Schluss kommen. Gerne. Ich wollte einfach nur kurz sagen, dass wir da ja natürlich, also das wird ja gerade europäisch verhandelt, die Frage der Obsoleszenz von Produkten und wie ist die Reparierbarkeit. Da sind wir ja auch absolut dran und dafür. Also ich hoffe, dass es bald kommt, auch diese ganze Frage, was ist kompatibel, die Schnittstellen. Die andere Sache, die ich spannend finde, weil das war vorhin mit den Rezyklaten, ne? Wir haben übrigens nicht nur Deutschland, also die gesamte EU, bei allem den seltenen Erden und den kritischen Rohstoffen, die in jedem Handy, in jedem Computer überall drin sind, haben wir insgesamt eine Recyclingquote unter 4% in ganz Europa. Das ist ehrlich gesagt desaströs. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Recycling dieser seltenen Erden extrem energieintensiv ist. Und deswegen gar nicht so sicher ist, bei welchem der Stoffe eine Neuförderung energie- und ressourcenschonender ist als ein Recycling. Daran sitzen aber gerade, weil wir den Auftrag dazu gegeben haben, die Deutsche Rohstoffagentur mit dem Umweltbundesamt, um für jeden einzelnen Stoff herauszuarbeiten, was ist ressourcen- und energieeffizienter CO2-Footabdruck für jeden einzelnen der Stoffen. Das ist hochkomplex, aber wir sitzen da dran. Und da gibt es auch neue, tolle Technologien, die helfen, da beim Recycling voranzukommen. Aber auch dort das Beste ist, weiter benutzen, wieder benutzen und gar nicht so schnell tauschen. Und von daher bin ich da total bei Ihnen. Ich möchte nur am Ende eine kurze Frage, weil wir gerade alle so viel Gas sparen müssen. Wer von euch hat zu Hause ein digitales Thermostat in der Heizung eingebaut? Noch längst nicht alle. Bitte machen. Spart unglaublich viel. Wie bitte? Ja, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was man einspart. Ja, also genau. Wir haben dazu auch Studien gemacht und da hat sich herausgestellt, dass man über einen Zeitraum von 2 Jahren mindestens 6% Heizenergie einsparen muss, um sozusagen den ökologischen Fußabdruck von diesem intelligenten Heizsystem wieder reinzuholen. genau, ich würde aber ich jetzt hoffe, dass alle mehr sparen als 6%. Also, genau. Ich auch noch auf ganz kurz noch mal, gerne. Genau, also weil Sie gesagt haben, Ersatzteile reparieren, die Dinge schon so gestalten, dass sie modular aufgebaut sind. Das sind absolut wichtige Ziele. Also das ist einer unserer Schwerpunkte im Bereich Kreislaufwirtschaft, Verbraucherschutz, dass wir es erreichen. Wir wollen ein Recht auf Reparatur. Wir wollen, dass die Sachen so hergestellt werden, dass man sie recyceln kann, dass man sie auseinandernehmen kann, dass es Ersatzteile gibt, dass es Reparaturanleitungen gibt. Und das ist natürlich gerade
bei elektronischen Geräten ist das ganz besonders wichtig. Und das wird im Moment in der EU verhandelt mit der Ökodesign-Richtlinie, die wir gemeinsam die Federführung dafür haben und jetzt auch in der Bundesregierung insgesamt hingekriegt haben, uns auf einen ziemlich ambitionierten Position zu einigen, was nicht ganz einfach war. Aber ich glaube, da werden wir auf einem guten Weg sein mit der Ökodesign-Verordnung. Wir werden das weiter beobachten. Leider kann ich dich jetzt nicht mehr dran nehmen, Hendrik, weil ich habe noch eine Frage an Henriette Litter. Und zwar, wir haben ja auch die Forderung, dass die Zivilgesellschaft stärker einbezogen werden soll. Und wir haben jetzt gesehen bei der Digitalstrategie, das wurde relativ viel mit der Industrie geredet, aber eher wenig bis gar nicht mit der Zivilgesellschaft. Wie können wir denn zukünftig zivilgesellschaftliche Beteiligung sicherstellen? Ja, ist eine total wichtige Frage. Trotzdem will ich auch noch mal ganz kurz natürlich hier eingehen. Ich glaube, wir machen ganz viele sinnvolle Dinge. Ich habe oft das Gefühl, was ja auch schon in den Keynote-Speeches angeklungen ist, dass wir Effizienz steigern am Status quo. Und das ist vielleicht auch der Bogen zu Zivilgesellschaft. Wie kriegen wir es hin, rauszuzoomen und nicht nur zu sagen, wir müssen jetzt noch mehr einsparen und noch mehr machen. Das ist alles sinnvoll, Thermostat besorge ich mir auch. Aber wo kriegen wir nochmal neue Ideen? Wo stellen wir Dinge fundamental nochmal in Frage? Also wo kriegen wir wirklich einen Input, der nicht interessensgeleitet ist, nicht partikularistisch ist? Und das kriege ich eben nicht, wenn ich einmal Handel, einmal weiß ich, KMU, einen großen Konzern, und so ist auch eine Bandbreite. Aber wenn ich so eine Reihe von Partikularinteressensvertretungen frage, ist das keine Summe? Das ist immer noch ein Partikularinteresse und das ist immer noch nicht das Abbild unserer Gesellschaft. Und hier muss es einfach zukünftig viel mehr darum gehen, andere Gruppen auch einzubinden, internationales Expertisefeld mehr einzubringen, kritische Zivilgesellschaft nicht nur dann einzubringen, wenn sie Ideen unterstützen, sondern auch die Fundamentalkritik auszuhalten. Ich glaube sogar, wir könnten bestimmt mehr in diesen Themenbereichen erreichen, weniger mit Effizienzsteigerung, sondern wenn wir ein hartes Transparenzgesetz des Bundes mit Klagemöglichkeiten für alle Menschen in Deutschland bekämen. Denn dann können wir richtig nachfragen, was passiert wirklich. Dann könnten sich Dinge vielleicht auch viel schneller ändern, als es manchmal Koalitionszwänge uns weismachen wollen, dass das immer alles ein bisschen länger dauert. Ja, deshalb glaube ich, ist einfach der vielfältige Input. Und vielfältig muss wirklich vielfältig heißen. Ja, das kann feministisch sein, das kann Personen mit diversesten Backgrounds sein, das können Einzelpersonen sein, aber es müssen Instanzen viel mehr in die politische Meinungs- und Entscheidungsfindung einbezogen werden, die eben nicht Interessen vertreten, die andere sind als das, was wir als Gemeinwohl verfolgen. Und nur so kann es vorangehen. Und das hört tatsächlich einfach immer auf nach dem ersten, zweiten, dritten Stakeholder-Dialog. Ja, und das ist sehr ärgerlich. Ich freue mich über jede Einladung, aber es muss mehr kommen und es muss mehr Wissen einfließen. Und diese große Mischung, die gibt uns einfach mehr Möglichkeiten, out of the box neue Ideen zu finden. Und da können wir uns alle dann besser auch mal fundamental hinterfragen, Zivilgesellschaft auch eingeschlossen natürlich, klar. Vielen, vielen Dank. Genau. Genau, und mit diesem... Bitte nicht einfach dazwischen rufen. Mit dieser Perspektive eben der Stärkung der Beteiligung der Zivilgesellschaft, die ja auch einen ganz, ganz großen Teil der Bits und Bäume Community ausmacht, möchte ich diese Diskussion gerne schließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Diskutantinnen und bei unserem Diskutant und hoffe, dass wir alle zusammen eine schöne Konferenz haben und wir werden natürlich das weiterhin begleiten, was Sie tun und sicherlich auch die ein oder andere Frage oder auch kritische Diskussion immer wieder führen. Vielen, vielen Dank, dass Sie mit uns hier alle diskutiert haben. Nochmal bitte einen ganz kräftigen Applaus. Vielen herzlichen Dank.
und Henriette Litter, hättest du gleich oben bleiben können, von der Open Knowledge Foundation Deutschland. Dann möchte ich gern Olaf Band, den Vorsitzenden des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, auf die Bühne bitten. Als nächstes bitte ich Thomas Korbun, den wissenschaftlichen Geschäftsführer des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung, auf die Bühne. Dann Dr. Stefan Ulrich vom Weizenbaum-Institut. Dann möchte ich Erdgeist vom Chaos Computer Club auf die Bühne bitten. Und Erik Albers von der Free Software Foundation Europe. Dann möchte ich bitte Anne Geuchen vom Deutschen Naturschutzring auf die Bühne bitten. Und Johanna Birk von Brot für die Welt. Herzlich willkommen. So, wir haben eine ganz besonders herausfordernde Aufgabe uns für Sie überlegt. Und zwar, es geht darum, dass Sie bitte uns innerhalb von einer Minute zwei Fragen beantworten. Wir werden tatsächlich auch die Zeit stoppen. Und wenn die eine Minute um ist, dann wird so ein langsam einsetzender Regen durch einen Regenmacher erzeugt erklingen, der dann signalisiert, die Minute ist um. Wir haben uns zwei Fragen überlegt. Und zwar zum ersten, was ist das Besondere an der Konferenz und worauf freut ihr euch am meisten? Und welche Wirkungen erhofft ihr euch aus der Bits und Bäume Bewegung? Ganz kleinen Moment, ich starte die Zeit. Bevor du startest, Friederike, oder ich opfere auch meine Minute dafür, es war ausgemacht, dass ich starte, möchte ich die Chance nutzen, um hier noch mal ein paar Dinge klarzustellen. Und zwar stehen wir hier als Trägerkreis der 13 Organisationen, die das gemeinsam ausrichten. Aber wer genau das Programm gelesen hat, sieht auch, dass es den Trägerkreis nochmal gibt am Sonntag am Abschlusspodium. Und da stehen nicht die Personen aus der Leitungsebene, und es ist ja auch gut, dass wir heute von Seiten der Leitungsebene diese Konferenz offiziell eröffnen, sondern da werden die Personen stehen, größtenteils, ein bisschen mischt sich's, die in dem ganzen letzten Jahr die Kernarbeit gemacht haben, diese Konferenz möglich zu machen. Der Trägerkreis, der sich monatelang immer wieder getroffen hat, die letzten Wochen, die Nächte durchgearbeitet hat. Ich finde, wir brauchen mal einen riesigen Applaus gleich zu Beginn der Konferenz für den Trägerkreis, der das möglich gemacht hat. Und das waren nicht nur Personen von unseren 13 Organisationen, sondern das gab ein offenes Konzept. Es gab auch viele Ehrenamtliche, die dabei waren aus der Bits und Bäume Community. Für die galt der Applaus eben genauso. Aber was wäre der Trägerkreis ohne das Konferenzbüro? Vor einem halben Jahr haben wir drei Personen eingestellt, die seitdem für diese Konferenz täglich arbeiten, die uns im Juni gesagt haben, langsam ist Limit erreicht und die seitdem übermenschliche Kräfte machen, um diese Konferenz möglich zu machen. Das sind Jasmin Meiling, Lea Wault und Lena Stelzner und auch die sind unterstützt worden von ein paar anderen, aber jetzt brauchen wir nochmal einen Applaus, der bis rüber ins Backoffice zum Mathegebäude geht fürs Konferenzbüro, die das hier auf die Beine gestellt haben. Und jetzt ja, meine Minute um, ne? Vielen Dank dafür nochmal, Tillmann. Genau. Okay, dann bitte ich dich zu starten. Was ist das Besondere an der Konferenz? Worauf freust du dich am meisten? Welche Wirkungen? Also wir haben ja die Konferenz 2018 schon gemacht und damals war das Thema neu und innovativ. Und es ging darum, das auf die Agenda zu setzen. Und jetzt ist die Situation da draußen eine völlig andere. Wir haben viel Aufmerksamkeit schon für das Thema. Wir haben auch politische
Legislativen, besonders auf EU-Ebene, die auf Digitalpolitik einzahlen. Aber die beiden Großthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und soziale ökologische Gerechtigkeit sind immer noch nicht genug zusammengedacht. Insofern freue ich mich drauf und hoffe, dass diese Konferenz einen weiteren großen Schub gibt und auch im Sinne von dem Podium, was wir gerade erlebt haben, der Politik die Latte ein ganzes Stück höher hängt, dass wir wirklich irgendwann von einer nachhaltigen Digitalisierung sprechen können. Wir haben einen kleinen Beitrag gemacht, indem wir einen Report heute veröffentlicht haben, den wir auch morgen früh hier nochmal vorstellen, mit einer Gruppe von Bits und Bäume International Leuten. Da sind ganz viele politische Vorschläge drin und ich hoffe, dass wir das, die Agenda, die wir da draußen brauchen, hier weiter vorantreiben können. Vielen, vielen Dank, Tilman Santarius. Gerne einfach, genau. Stefan Ulrich vom Weizmann-Institut. Genau, ich spreche für das Deutsche Internetinstitut. Das heißt, die Politik hat schon erkannt, dass es ein Internet gibt und dass es erforscht werden muss. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass das hier auf dieser Konferenz geschieht. Und zwar besonders als Gegenentwurf vielleicht zu diesen Werbebroschüren der Smart City, wo dann irgendwie Lichter durch die Straßen anstelle von Autos wandern und wir über KI-Geräte wischen. Sind unsere Träume wirklich so langweilig? Ich glaube nicht. Und da freue ich mich eben drauf, dass die Zukunft nicht irgendwann anders ist, sondern hier, heute, jetzt, morgen, übermorgen und dass eine andere digitale Welt möglich ist. Gemeinwohlorientiert, gemeinsam, inklusiv. Ja. Vielen herzlichen Dank. Genau. Rainer Rehak von Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Bitte schön. Gut, danke schön. Also ich freue mich besonders und finde es auch ganz speziell, dass hier so viel Austausch stattfinden wird, auch dass man sich einerseits treiben lassen kann, aber andererseits auch so, ich blicke jetzt schon in so viele begeisterte und echt interessierte Gesichter und es geht in der Orga beim Engeln, man kann ja hier auch mithelfen, meldet euch gerne für Schichten. Das ist quasi eine Konferenz von uns, für uns und ob man inhaltlich beiträgt oder anders, ist da sozusagen diese, das Feuer brennt und das merkt man schon sozusagen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und so dunkel die Gründe sind, vielleicht warum wir uns treffen, so schön wird dann eben auch die Lösung sein und das finde ich, merkt man schon. Die Wirkung der Konferenz, was ich mir wünsche und was ich auch schon so ein bisschen gemerkt habe, ist, am Anfang hat man gesagt, da sind so die Bits und da sind so die Bäume und jetzt finden immer mehr Diskussionen statt, wo man manchmal gar nicht mehr weiß, wer ist jetzt eigentlich wer, weil wir so viel voneinander gelernt haben. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und das ist aber auch nötig, um die politischen Probleme anzugehen und Druck zu erzeugen und aber trotzdem nicht die Freude dabei zu vergessen. Dankeschön. Vielen Dank. Exakt eine Minute. Beide. Wow. Ich glaube alle. Genau. Henriette Litter von der Open Knowledge Foundation. Bitteschön. Ja, also was ist besonders an der Konferenz? Es ist so viel besonders. Erstmal ist sie eine Riesenkonferenz, also ist schon krass besonders. Ich finde es besonders toll, dass das der Kraftakt der Zivilgesellschaft war, ja, der auch Riesenkraftakt aus der Zivilgesellschaft war, dass wir es schaffen, die großen Themen groß zu diskutieren, aus uns selbst heraus mit einem riesen Resonanzraum der gesamten Gesellschaft. Das finde ich einfach immens, ja, dass wir uns nicht zu sehr leiten lassen von den kleinen Diskussionen dann irgendwann, ob es 4 oder 5% von irgendwelchen Einsparungen werden oder so, sondern dass wir hier diesen Rahmen nutzen wollen. Und ich freue mich deshalb ganz besonders auf die Beiträge, die ich noch nicht kenne, die Leute, die ich noch nicht kenne, die Bubbles, die mir noch fern sind, noch zu sehr nicht Bit oder zu sehr nicht Bäume, die internationalen Sachen, die eben die großen Fragen stellen, der Gerechtigkeit, der Zukunft, des Wirtschaftens, all diese großen schmerzhaften Themen. Und das wünsche ich, glaube ich, auch der Bits und Bäume für die Zukunft, dass wir es schaffen, immer wieder dieses Rauszoomen zu machen, bei allen Fragen, die uns die Gesellschaft stellt, immer zu gucken, was sind gute Lösungen. Vielen herzlichen Dank. Anja Höfner vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ja, beim Konzeptwerk setzen wir uns ein für eine sozial-ökologische Transformation und ein gutes Leben für alle. Diese Konferenz kann vielleicht so einen Anstoß dazu geben. Ich finde, das Besondere an Bits und Bäume ist, dass es zum einen aufzeigt, was sich eigentlich alles dahinter verbirgt, hinter zwei so großen Schlagwörtern wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Auch zwei Buzzwords, die viel genutzt werden. Wenn man dann mal ins Programm guckt, sieht man, was das eigentlich alles auch konkret bedeutet.
Und wie cool ist es, eine Konferenz zu haben, wo sowohl Expertinnen und Wissenschaftlerinnen sprechen und die gleichzeitig eine Küche für alle, einen ehrenamtlichen Orgakreis und ein Engelsystem hat. Das finde ich super cool. Genau, was wir uns erhoffen von der Bits und Bäume Bewegung ist ganz viel, aber vor allem, dass Technikgestaltung nicht mehr vorbei an Nachhaltigkeitskriterien passieren kann, sondern dass das einfach immer mitgedacht wird. Vielen herzlichen Dank. Christoph Balz von Germanwatch. Ja, ich finde es total spannend, aufregend, dass die zwei großen Transformationen, die uns im Moment umgestalten und hier die Bewegungen, sozialen Bewegungen zusammenkommen, die denen kritisch auf die Finger schauen und das mit in einer konstruktiven Richtung vorantreiben wollen. Und ich hoffe, dass wir alle nach Hause gehen nach dieser Konferenz mit frischer Motivation, mit neuen Ideen, neuen Bündnissen und dass es uns gelingt, die Bits und Bäume auch zwischen den Konferenzen institutionell so aufzustellen, dass wir noch viel wirkungsvoller gemeinsam die Transformation mitgestalten können. Vielen Dank. Olaf Band vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Ja, es ist einfach großartig, dass auf dieser Konferenz nach 4 Jahren erneut diese Umwelt- und Ökologiebewegung und die Digibewegung zusammenkommen, um einen Blick drauf zu werfen, was an dieser Digitalisierung falsch läuft. Und das kriegen wir nur gemeinsam verändert. Das kriegt die Umweltbewegung nicht alleine verändert. Und wir brauchen dieses Bündnis und diese neue Bewegung. Und die entsteht ab heute Abend bis Sonntagabend, müssen wir in den Zirkeln, in den Veranstaltungen hier zusammenfinden. Wie werden wir stärker? Wie reden wir nicht nur über die negativen Folgen ökologisch, demokratisch für diesen Planeten und für unsere Demokratie, sondern wie verändern wir was? Und dafür brauchen wir, glaube ich, eine ökologische Digitalisierungsbewegung, die auf die Straße geht, die vor Ort in den Kommunen was verändert, die ins Netz geht, Kampagnen macht, vor Gerichte geht und natürlich mit Politik diskutiert. Und ich hoffe, dass wir am Sonntagabend dafür konkretere Vorstellungen haben und uns zum Beispiel am 22.10. gemeinsam auf einer Demonstration, zu der der BUND mit Gewerkschaften und Sozialverbänden aufruft, für solidarisch durch die Krise, für Abschied aus den fossilen Energien, was eine ganz wichtige Station ist für eine nachhaltige Digitalisierung in Deutschland und Europa. Dankeschön. Vielen Dank. Thomas Korbun vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, IEW. Bitteschön. Ja, wir am IEW, wir stehen für eine Forschung, die auf Gestaltung zielt. Wir wollen mit unserem Wissen, das wir schaffen, was verändern. Und in der Vergangenheit haben die sozialen Bewegungen unglaublich viel verändert. Die Ernährungswende, die Energiewende, die sind hervorgegangen aus Protestbewegungen, aber eben auch aus der Suche nach alternativen Lösungen in der Zivilgesellschaft und in Unternehmen, aber eben auch in der Wissenschaft. Und unsere Kernkompetenz ist es, zusammenzubringen, das Wissen aus der Zivilgesellschaft, das Wissen aus der Wissenschaft und daraus Gestaltungsimpulse zu entwickeln. Und was ich auch in den Programmen gesehen habe, und deswegen freue ich mich total, ist, dass hier so viele Veranstaltungen sind, in denen genau so ein Ansatz lebendig wird. Und anders als 2018, wo wir uns erzählt haben, ich schütze Bäume und ich programmiere auch was sozusagen und dann überlegt haben, was könnten wir zusammentun, ist da schon so viel zusammengewachsen und so viel entstanden, was heute auch produktiv wird und in dem Sinn, wie Olaf das gesagt hat und wie andere vorher, auch wirksam werden kann in die Gesellschaft. Und dass diese Bewegung bis heute weitergegangen ist, macht mir totale Hoffnung, dass wir auch die nächsten 4 Jahre schaffen und dann noch kompetenter, noch stärker und noch wirksamer sind. Und darauf freue ich mich total. Vielen Dank. Erdgeist vom Chaos Computer Club. Ja, der Chaos Computer Club organisiert seit 40 Jahren solche physischen Zusammenkünfte, in denen die Nerds mit einem tiefen Fokus auf Bits zusammengebracht werden mit
Nerds wie euch mit tiefem Fokus in Soziales, in Politik, in Wissenschaft, in Gesellschaft und eine generelle lebenswerte Zukunft. Und wir haben aus eigener Erfahrung mitbekommen, dass es regelmäßig intellektuelle Anstöße braucht, um über den Tellerrand seines eigenen Fachgebiets hinwegzudenken und zusammenzuarbeiten. Und deswegen freuen wir uns auf die Platze, dass Werkzeuge und technische Hilfsmittel, die wir für unsere Veranstaltungen mitprogrammiert, mitgebastelt haben, dass die auch dieser grandiosen Veranstaltung hier die Möglichkeit gibt, so ein Anstoß zu sein für den Austausch. Und im Tausch gegen die Möglichkeit an den tollen, an den Horizont erweiternden Vorträgen und Gesprächen im Rande dieser Veranstaltung teilzunehmen, würden wir als Hacker den hier Teilnehmenden die Möglichkeit mit anbieten, die Hilfe geben, vor lauter Bits auch die Bäume zu sehen. Vielen Dank. Erik Albers von der Free Software Foundation Europe. Ja, das Besondere an der Bits und Bäume-Konferenz ist natürlich, dass sie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringt. Das Besondere jetzt an der zweiten Version ist, dass, als ich das Programm angeschaut habe, dass es noch viel mehr ins Detail geht. Und ich habe mich sehr gefreut. Es gibt sehr viele Vorträge und Workshops und Themen konkret zu der Rolle, die Software spielt. Und das ist sehr wichtig. Software steckt überall drin. Software entscheidet über die Langlebigkeit von Hardware, über den Zugang zur Bildung, über alles Mögliche in der Software. Treffen sich heutzutage in dem Software-Design treffen sich Fragen von Umweltschutz, Verbraucherschutz, Menschenrechte, Nachhaltigkeit. Und deswegen ist es super, dass die Bits und Bäume-Konferenz genau aus diesen verschiedenen Bewegungen auch die Menschen hier zusammenbringt. Und von der Free Software Foundation Europe möchten wir natürlich insbesondere die Rolle, die freie Software hier spielt, einbringen und welche Vorteile freie Software gegenüber proprietärer Software hat. Und ich freue mich riesig auf die spannenden Diskussionen mit euch und spannende zwei Tage. Vielen, vielen Dank. Anne Geuchen vom Deutschen Naturschutzring, DNR. Ganz genau. Der Deutsche Naturschutzring ist der Dachverband von ungefähr 100 Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen. Wir sind also eine der Bäume-Organisationen hier im Trägerkreis. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind Querschnittsthemen, die sich durch alle Sektoren hindurchziehen und somit elementar sind für den gesellschaftlichen Wandel, für die sozial-ökologische Transformation. Der Krieg gegen die Ukraine und die sich überlappenden Krisen, Stichwort Gesundheitskrise, Biodiversitätskrise, Klimakrise, Energiekrise, haben uns gezeigt, wie wichtig Nachhaltigkeit für politische Lösungen sind. Und dabei kann die Digitalisierung ein zentraler Treiber für smarte Lösungen sein und im besten Fall auch die politische Teilhabe erhöhen. Das haben wir an verschiedenen Stellen heute schon gehört. Es ist meiner Meinung nach ein ganz tolles Signal, dass die Bits und Bäume-Konferenz gerade jetzt wieder stattfindet. Denn wir brauchen Synergieeffekte. Wir brauchen das Zusammenkommen, gerade jetzt Zukunft zu gestalten, eine sozial gerechte Gesellschaft zu gestalten, die aus den Fehlern der vergangenen Jahre gelernt hat und endlich beginnt, innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen zu wirtschaften. Ich finde, die Bits und Bäume schafft einen Raum der Möglichkeiten und ich freue mich deswegen auf all die Ideen, die Projekte und Aktionen, die an diesem Wochenende entstehen werden. Und wer weiß, vielleicht ist das sogar ein historischer Moment voller Zeitenwenden und in 10 Jahren können wir zurückblicken und sagen, ja, damals 2022 wurden zentrale Aspekte der Zeitenwende, der Energiewende bestimmt. Und deswegen wünsche ich allen ein ganz inspirierendes Wochenende. Vielen herzlichen Dank. Johanna Birk von Brot für die Welt, bitteschön. Ja, das Besondere wurde, glaube ich, auch schon gesagt, Entschuldigung, ist, glaube ich, wirklich, dass hier Umwelt-, Entwicklungsorganisationen, Tech-Organisationen zusammenkommen und all diese spannenden Themen, die dabei eben aufkommen und die wir in den nächsten Tagen diskutieren können. Und die Hoffnung für die Wirkung, die sich damit verbindet, ist, glaube ich, wirklich, dass wir gemeinsam eine faire und nachhaltige Digitalisierung gestalten, hier, aber auch überall sonst auf der Welt. Denn als Entwicklungsorganisation gucken wir eben auch vor allem auf die Länder des globalen Südens und setzen uns dafür ein, dass sie eben auch an den Möglichkeiten der Digitalisierung teilhaben können und sie mitgestalten können.
Und ich glaube, für eine starke Zivilgesellschaft im digitalen Bereich ist es wichtig, dass wir hier und in anderen Ländern solchen Austausch, wie wir ihn hier haben, gemeinsam betreiben. Danke. Vielen, vielen Dank für diese tollen, gehaltvollen und prägnanten Statements. Einen ganz, ganz herzlichen Applaus nochmal für den Trägerkreis der Bits und Bäume. Die Trägerkreisorganisation. Ihr müsst jetzt bitte runtergehen. Bevor wir zu unserem Kulturprogramm kommen, möchte ich bitte nochmal unsere Kolleginnen von der Bildung Bits und Bäume auf die Bühne bitten, die ja parallel hier an der TU stattfindet. Bitte mal einen Applaus. Ja, oder ihr könnt euch auch hier hinstellen. Oder? Ja, genau. Hi, wir sind von der Konferenz Bildung Bits und Bäume, die hat vorhin drüben stattgefunden. Ich bin Samira. Hi, ich bin Miri. Und wir haben euch noch einige Dinge zu sagen. Die Klimakrise, die ist bittere Realität. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Der Rhein ist ausgetrocknet, so können Güterschiffe nicht mehr durch. In ganz Europa sind 750.000 Hektar Wald ausgetrocknet. 750.000, gebt euch das mal. Ach so, dann kommen noch Flutkatastrophen in Pakistan dazu, ein Angriffskrieg auf die Ukraine, unser Gas, das nicht mehr existent ist. Doch was macht unsere Politik? Sie knüpft weitere Verträge mit Senegal und Katar, fossile Energien, die sich erst rentieren, wenn sie 20 Jahre genutzt werden. Das sind nur die wirtschaftlichen Folgen. Was passiert, wenn uns Nahrung ausgeht? Aber wir haben ja alles im Griff. Die Klimaziele 2021 werden eingehalten. Easy, easy. Unser Klimakanzler, der schafft das schon. Das ist der Mann der Zeit. What the fuck? Welches Recht nehmen sich PolitikerInnen raus, unsere Zukunft zu verspielen? Aber du sollst bitte Plastik sparen, dem Klima wegen. Du sollst bitte nur Bioprodukte kaufen, dem Klima wegen. Bitte kauf nur Fairtrade-Klamotten, dem Klima wegen. Bitte dreh doch du deine Heizung runter, dem Klima wegen. Selbstengagement ist wirklich wichtig, aber wir müssen aufhören, die Verantwortung im Einzelnen zu suchen. Unsere Zukunft geht gerade den Bach runter. Wir sehen dabei zu, wie die Politik die Vollbremse, die es braucht, nicht schafft. Wir brauchen jetzt eine 180-Grad-Wende. Wir sind junge Menschen, die leben wollen. Es reicht. Ich stehe auf den Straßen bei Fridays for Future. Ich finde es total wichtig. Ich sehe die Hoffnungslosigkeit junger Gesichter, Kids, die schon viel mehr wissen als die Politik. Doch Konferenzen wie die, wie der drüben, geben mir Hoffnung. Es sind junge Menschen, die wissen, was Veränderung heißt. Es sind junge Menschen, die wissen, was es heißt, aktiv zu sein. Darum würde ich jetzt an Miriam übergeben. Gucken, ob mit der Präsentation alles okay ist. Ja, hi. Ich habe keine reißerische Rede mitgebracht. Sondern eher so ein paar Informationen. Es tut mir super leid. Und zwar kommen wir von der Konferenz Bildung Bits und Bäume. Wie ihr vielleicht gerade eben schon mitgekriegt habt, okay, das ist so ein Festival, das parallel hierzu stattfindet. Und zwar haben wir uns gedacht, okay, es ist auch cool, über Bits und Bäume zu sprechen, aber was eigentlich so mit der Bildung, sprich die Grundlage für die ganzen Themen. Und wir haben Schulklassen, Lehrkräfte und ganz viele Menschen aus der Bildungswelt bei uns drüben auf unserem Festival und laden euch auch ganz herzlich ein, vorbeizukommen. Morgen ist es bis circa 15, 16 Uhr. Euer Ticket gilt auch für unser Festival drüben. Und wenn ihr richtig Bock habt und irgendwo, okay, ein Problem seht, wir haben jetzt festgestellt, okay, es gibt viele Probleme, also gibt keine Ausrede mehr, kein Problem zu sehen. Und wenn ihr ein Problem habt und euch denkt, okay, ich würde da gerne dran arbeiten und das lösen, dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Wir haben nämlich eine Ideenwerkstatt, ein
vielmehr ein Ideenlabor, in dem ihr eure Ideen zu Problemlösungen entwickeln und weiterentwickeln könnt, mit Hilfe von, vielleicht kennen es manche Menschen, Design Thinking Methode. Wenn nicht und es euch interessiert, kommt gerne vorbei. Genau, und wir sprechen darüber, wie man den Ort, Schule und generell die Bildungslandschaft nachhaltiger gestalten kann und die Digitalisierung auch mehr voranbringen kann und natürlich die generell das Thema BNE präsenter zu machen und weiterzuentwickeln. Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich schön, euch alle hier sitzen zu sehen, aber leider bringt Sitzen nicht die Revolution. Darum ist es wirklich wichtig, dass ihr junge DenkerInnen dabei unterstützt, innovativ und revolutionär zu denken. Ich möchte euch alle da sehen und junge Menschen zu unterstützen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für diesen schönen inhaltlichen Teil von der Bits und Bäume Auftaktveranstaltung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein bei der Konferenz. Ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt geht es weiter mit